So, herzlich willkommen zum Webinar Modellieren aber richtig. Die Idee bei Modellieren aber richtig ist folgende, dass Modellieren ja eigentlich gar keine neue Disziplin mehr ist. Modellieren, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, bedeutet letztendlich, dass man immer schon modelliert hat. Man hat immer schon versucht, auch komplexe Zusammenhänge durch bildhafte Sprache zu erreichen. Aha, jetzt weiß ich, warum das nicht gegangen ist. Durch eine bildhafte Sprache zu erreichen. Und Modellieren soll helfen, die Komplexität, speziell von IT, Businessprozessen, Businesssystemen, besser verständlich und nachvollziehbar zu machen. Das heißt, ein Modell ist eigentlich eine Abstraktion der Realität und man kann es auch vergleichen mit Architektur, man kann es vergleichen mit jeder Art von Plan, die man machen möchte. Und die Kunst besteht aber darin, wenn man überlegt, wie viele Modellierungssprachen es mittlerweile gibt, nämlich allein in Enterprise Architect sind 60 verschiedene Modellierungssprachen bereits implementiert, dass man sich überlegen muss, was ist das Richtige oder was ist sinnvoll im Vergleich dazu, von was kann man tun. Nicht immer ist alles, was man tun kann, auch sinnvoll. Das heißt, bevor wir jetzt aber noch weiter einsteigen und bevor ich mich jetzt selber vorstelle, ein paar kleine Webinarregeln. Theoretisch sind wir über 100 Leute, aber maximal 100 können teilnehmen. Ich nehme an, es piept noch einige Male die nächsten 4 bis 5, 10 Minuten. Das bedeutet, dass sich jemand weiterer anmeldet. Wenn wir weniger als 20 bleiben, dann können wir ein echtes Meeting draus machen. Das heißt, Sie schalten ein kurzes Mikrofon an und stellen eine direkte Frage. Danach bitte wieder das Mikrofon ausschalten. Wenn wir mehr sind, dann werde ich das nachher noch sagen. Dann müssten wir sich Sie bitten, die Fragen in das Chat-Window zu schreiben und ich werde diese Fragen am Ende beantworten, dass wir da nicht ausufernd werden. Gut, ganz kurz zu mir selber. Mein Name ist Peter Lieber. Ich bin der Gründer von Spark Systems Central Europe. Ich habe gerade vor kurzem nachgeschaut, das war schon 2003, also mittlerweile 16 Jahre in Europa aktiv. Central Europe deshalb, weil zumindest geografisch Wien ziemlich zentral in Europa liegt, bedeutet aber primär der deutschsprachige Sprachraum und umgebende Länder. Meiner Meinung nach ist, dass Modellierung in allen Herausforderungen des täglichen Lebens hilfreich sein kann. Und das ist eigentlich die These. Und die zweite ist, dass Innovation, also sprich, wenn ich versuche, Dinge wie digitale Transformation zu betreiben oder sich mit neuen Themen zu beschäftigen, dass Modellierung hilft, die Komplexität beherrschbar zu bekommen. Das ist die Grundidee und daran glaube ich ganz stark. Egal, was für Herausforderungen Sie haben, ob das Systems Engineering Herausforderungen sind, ob das Information Management Herausforderungen sind, ob das Business Prozesse sind, ist relativ egal. Ich denke, dass Modellierung in all diesen Lebenslagen grundsätzlich helfen kann, auch für den eigenen Bedarf. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich strukturiere auch meine Meetings und meine Termine auch mit zum Beispiel Mindmaps, um einfach zu sagen, okay, was wollte ich alles ansprechen mit Checklisten und da helfen Modelle auch. Die Spark Systems ist an und für sich ein australisches Unternehmen in der Nähe von Melbourne, das ist Creswick. Creswick, australische Geschichte. An und für sich gibt es in Australien nicht so viel Bevölkerung. Das ist nur ein relativ großer Kontinent, aber überall in der Mitte kannst du quasi nicht leben. Am Rande, da oben ist Sydney, da unten ist, hier unten ist Melbourne ungefähr und Creswick ist circa 80 Kilometer von Melbourne entfernt. Da drüben ist irgendwo Perth, aber Melbourne gab es mal einen direkten Flug auch von der Austrian Airlines. Im Moment muss man Emirates oder sonstiges fliegen und es dauert ca. 28 Stunden. Und die Zeitverschiebung aktuell ist ziemlich genau 10 Stunden, was für Telefonkonferenzen oder für persönliche Supportfragen nicht so praktisch ist. Und dementsprechend gibt es schon seit sehr vielen Jahren sogenannte Sister Companies, unseres eben wie gesagt seit 2003. Es gibt aber auch eine in China, in Japan, in Indien, eigentlich auch in Neuseeland, habe ich vergessen anzuzeichnen, Argentinien und in Nordamerika als kleiner Unterschied gibt es nur eine Serviceorganisation und auch in UK nur die Serviceorganisation. Das bedeutet, dort ist Lizenzvertrieb zwar möglich, aber der primäre Fokus ist Services. Hier in Zentraleuropa haben wir beides. Da gibt es die Spark Systems und es gibt die Spark Services. Das heißt, die gibt es erst seit einem Jahr.
Das heißt, wir verkaufen nicht nur mehr das Werkzeug und Training dazu, sondern wir begleiten Sie auch. Das heißt, wenn Sie sagen, ah, wir haben Modellierung erkannt, wir wollen mit Enterprise Architect arbeiten, aber wir wollen es nicht selber installieren, wir wollen es nicht selber konfigurieren, dann gibt es mittlerweile auch eine Serviceorganisation, die Sie auf diesem Weg begleiten kann. Die Agenda des heutigen Webinars, im Wesentlichen geht es um das Thema Modellieren, aber richtig. Was gibt es für Herausforderungen, wenn man versucht, Modellierung einzuführen in Unternehmen? Es ist ja nicht so, dass jeder schon modelliert oder die ganze Firma schon modelliert. Jeder weiß, um was es geht. Idealerweise vom Chef bis zur Servicekraft zum Beispiel. Wie man erfolgreich werden kann mit Modellierung. Es gibt ja auch genügend Gründe, mit Modellierung zu scheitern. Ist nicht ganz lustig, aber wenn man scheitert, lernt man. Und ich glaube, auch diesen Spirit möchte ich gerne rüberbringen, dass gehen Sie davon aus, dass beim ersten Mal möglicherweise sehr, sehr viel schief geht, aber nehmen Sie das als Lernen. Und dieses Lernen, also manchmal muss man es einfach lernen durch Scheitern, weil sonst lernt man es nicht wirklich. Da glaubt man, ja, es ist eh gut genug und da kommt man schon durch. Aber es soll ja auch nicht frustrierend sein, es soll ja der Nutzen höher sein als der Aufwand. Dann habe ich zwei Domain-Schwerpunkte mitgebracht. Das eine ist, wer braucht Modellierung im Bereich Information Management? Dann ein bisschen ein Schwerpunkt auch in Richtung Cyber-Physical Systems, weil dort halt der Ursprung auch ein bisschen unseres Unternehmens herkommt, aber Information Management ist einfach nicht zu unterschätzen. Dann Standards, oh mein Gott, Standards. OMG ist ein doppeldeutiger Begriff. OMG ist nämlich auch nicht nur oh mein Gott, sondern es ist auch noch Object Management Group. Das ist eine der Organisationen, die seit mittlerweile Jahrzehnten diese Standards definieren und festlegen. Und Sparks ist auch ein Mitglied der OMG und wir definieren auch den Standard grundsätzlich mit. Dann möchte ich Richtung Enterprise Architect, natürlich das Hauptprodukt, ein paar Beispielsprachen herauspicken, was so die Nutzen von diesen Modellen grundsätzlich sind und was so die Nachteile auch dieser Sprachen sind. Ich habe jetzt der BPMN mal weggelassen, aber da können wir gerne nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe auch mitgenommen je nachdem, wie viel Zeit uns bleibt, so ein bisschen ein Mindmap, wo wir dann wirklich auch ein bisschen in die Tiefe gehen können, was für Nutzen eigentlich im Rahmen von Enterprise Architect 14.1 dazugekommen ist, was für Settings ich machen kann, was diese Preferences, Perspektiven und was das alles so bedeutet und warum das durchaus sinnvoll sein kann, nicht immer alle Features aktiv zu haben. In Europa funktioniert das Businessmodell auch so, dass wir auch in Research Activities, also sprich Forschungsaktivitäten, tätig sind, um einfach auch das Thema Modellierung auch in entfernte Gebiete oder auch noch nicht erforschte Gebiete zu bringen, dass es ihnen dann auch einen Nutzen bringt, über ihre, auch in der Zukunft. Das heißt, wir arbeiten auch daran, neue Standards zu definieren, neue Erkenntnisse zu haben, im Bereich IoT zum Beispiel, im Bereich Cyber Security, wo Modellierung auch einen sinnvollen Nutzen stiften kann. Gut, dann starten wir mit der Thematik Modeling, but in the right way. Ja, die Slides sind zwar auf Englisch, aber dieses Webinar ist auf Deutsch. Ja, die erste Herausforderung besteht bei der Modellierung, dass man nicht nur ein Tool braucht. Also man kann nicht einfach, modellieren könnte man theoretisch mit einem Flipchart. Sie können natürlich auch mit PowerPoint oder mit Excel theoretisch modellieren. Die Nachhaltigkeit stelle ich ein bisschen in Frage und auch wie komme ich mit Versionen zurecht. Aber wesentlich ist, dass Sie mehrere Dimensionen brauchen. Also Tool, ja, es macht Sinn, dass man ein Tool hat. Wie gesagt, Papier und Bleistift wäre auch ein Tool. Dann gibt es aber auch die Thematik der Sprache. Erwähnt habe ich ja zum Beispiel UML oder SysML. UML ist der Versuch, der eigentlich ja gescheitert ist, eine einheitliche Sprache für alle Lebenslagen zu definieren. Aber was auch immer für eine Sprache Sie sich entscheiden, ob Sie Autosar in der Automobilindustrie oder in der Flugzeugindustrie, DU 178 ABC, also die Flugzeugindustrie braucht immer irgendwie Kürzel mit Zahlen. Das ist aber letztendlich auch nur eine Sprache. Und auch die muss man verstehen und beherrschen. Da fängt es damit an, dass man sie lesen kann. Das heißt, man hat ein Modell vor sich und denkt, ja, ein hübsches, buntes Bild. Aber es soll eben nicht nur ein Bild bleiben, es soll eben auch einen Nutzen stiften. Und wenn ich den Nutzen oder den Inhalt verstehen will, dann sollte ich auch die Sprache sprechen. Dann die Methodik. Wie modelliere ich? Welchen Schritten? Wie ausführlich? Welchen Detaillierungsgrad möchte ich haben? Wie gehe ich mit Versionen, Varianten um? Wie gehe ich mit Reusable Assets und wiederverwendbaren Komponenten um? Auch das ist ein eigener Punkt. Habe ich V-Modell? Arbeite ich agil? Will ich kollaborativ arbeiten? Habe ich starke Regulatorien? Also, und dann noch die vierte Dimension, die Erfahrung im Team.
kann jeder modellieren, hat jeder den gleichen Wissensstand, kann jeder mit dem Werkzeug umgehen. Das heißt, Sie merken schon, gar nicht so einfach, dass nur ein Tool zu kaufen, und das ist leider das Missverständnis, das sehr oft passiert. Ich verstehe nicht, wie als Manager man sagen kann, liebe Leute, kauft euch ein Tool oder nehmt euch ein Open Source Tool und ihr seid eh so toll, ihr werdet das von Anfang an richtig machen. Ich glaube, das reicht heutzutage nicht. Man darf, wenn man wirklich erfolgreich sein will mit Modellieren, es nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, auch diese anderen Dimensionen ins Team zu bekommen. Sei es durch Schulung, sei es durch Trainer, interne Konzepte, Methodenabteilungen oder Project Office, wo halt dann auch die Modellierungskompetenz vorliegen sollte im Sinne des Unternehmens, im Sinne des gemeinsamen Ziels. Was wir getan haben als Parks, ist, wir haben versucht, hier auch so Zielscheiben zu definieren. Wir fangen im Gegensatz, also gut, ist in der Mitte, ist eigentlich in dem Fall falsch. Wir fangen in der Mitte an mit gar keinem Wissen ideal. Also leider Gottes manchmal. Manchmal hat man auch so komische Dimensionen. Und vielleicht gibt es ein oder zwei im Unternehmen, die halt schon ein bisschen Vorwissen haben oder von einem anderen Unternehmen Wissen mitgebracht haben. Und wir versuchen zumindest diesen Fundamental Level, das ist genau dieses Anfänger, die nächste Stufe wäre Fundamental Level, dieser Ring, zu erreichen. Und dann gibt es ein paar, die in Richtung Advanced gehen und dann ein paar, die noch einen Schritt weiter gehen und bis hin zum Experten. Man könnte sagen, es gibt hier da auch noch Professional, habe ich da versteckt, bei mir selber versteckt. Also ich habe im Prinzip genau diese Dimensionen, diese Wissensdimensionen, und das muss in allen vier Dimensionen wachsen. Also wenn Sie Tool-Experte sind, dann werden Sie nicht wissen, nichts anfangen können, weil Sie kennen die Sprache nicht. Sie verwenden das bunte Klicksy als Malwerkzeug. Das würde ich ja fast als Missbrauch bezeichnen, Modellierungswerkzeug einfach nur zum Malen zu verwenden. Aber auch okay. Aber in Wirklichkeit wäre es gut, wenn Sie wirklich in diesen vier Dimensionen weiterkommen. Da gibt es ein paar kluge Sprüche. Ein Fool with a Tool is still a Fool. Und das Gleiche ist, a genius without a tool is not productive. Kann noch so klug sein, wenn er dann keine Manifestation des Wissens hat, dann kann er es nicht verteilen, dann hat man auch nichts davon. Dann kommen wir auch zu den, ich habe jetzt die Animationen alle ausgeschaltet, weil ich finde das immer so Schnickschnack, soll ja ein Webinar und keine Verkaufspräsentation sein. Der Entscheidende ist, wie kann ich jetzt eigentlich erfolgreich werden mit Modellierung? Irgendwie hoffe ich doch, dass wenn Sie anfangen mit Modellieren, dass Sie irgendein Ziel vor Augen haben. Was wollen Sie damit erreichen? Wenn Sie gar nichts erreichen wollen, dann frage ich mich, warum haben Sie ein Tool gekauft? Aber ich gehe davon aus, Sie haben ein Ziel, Sie wollen etwas erreichen. Das Minimum ist zum Beispiel bessere Dokumentation. Ein Beispiel könnte sein, bessere Interaktion mit der Fachabteilung. Also es gibt relativ viele mögliche Ziele, die Sie definieren können wollen. Und es gibt ein paar Kurven, die leider nicht zum Erfolg führen würden, dass man einfach sagt, okay, ich kaufe es halt mal und dann spielen wir ein bisschen herum. Und dann, wenn es keinen Nutzen hat, intern keine Verbreitung findet, dann wird irgendwann mal auch das Tool völlig wertlos sein und es wird einfach nicht mehr genutzt werden. Das heißt, das Tool über die Zeit wird das Unternehmen auch wieder verlassen. Oder ich nehme mir ein Ziel vor, das zu kompliziert ist und ich stecke viel Aufwand rein und es kriegt dann auch keine Verbreitung. Dann habe ich dann vielleicht in einem zwei, drei Leute, die sich gut auskennen und jeder denkt, die müssen das dann halt machen. Aber dann habe ich eigentlich auch nicht den Effekt, den man erreichen will, dass es einfach ein Werkzeug ist, das sinnvoll ist und auch für möglichst viele Bereiche sinnvoll ist. Oder dieser Zugang, den viele andere Unternehmen gerne betreiben, also Unternehmen mit drei Buchstaben meist, die sagen, okay, wir helfen euch, wir machen euch das, wir schicken euch 100 Consultants, wir stellen euch das auf die Beine. Dann verlassen Sie das Unternehmen und kurz darauf verlässt das gesamte Modell samt dem Ansatz auch das Unternehmen, weil man hat das Ziel dann eigentlich nie erreicht, weil man es nicht leben kann. Und diese grüne Kurve, dieser iterative Approach oder man sagt auch agile Approach, ich würde den als bevorzugt sehen. Also man sagt, okay, man setzt sich auf dem Weg zu diesem strategischen Ziel. Zwischenschritt. Man sagt, okay, was ist das Minimum? Also möglichst wenig Aufwand, mit wem könnten wir diesen Level erreichen? Und mit dem können wir Nutzen stiften. Weil wenn ich dann da sage, okay, das war jetzt nicht der richtige Punkt, ich gehe wieder zurück, dann ist das nicht so schmerzhaft, wie wenn ich schon ein paar tausend Euro in der Toolpreis, Sie werden es merken, Enterprise Architect ist ein recht günstiges Tool, aber günstig ist nur dann, wenn Sie es auch sinnvoll einsetzen. Da ist der Preis nämlich, spielt keine Rolle. Der Preis ist dann die Kosten, die Sie für Ihre Mitarbeiter haben. Da wäre der Kostenfaktor, wenn man merkt, es war halt nicht der richtige Ansatz, geht man nochmal zurück, startet man neu und sagt, okay, und dieser Modelleffekt, das ist das, was wir erreichen wollen, diesen Nutzen wollen wir stiften
Und dann bleibt man eine Zeit lang auf diesem Level und sagt, okay, wow, das hat jetzt was gebracht. Lass uns jetzt den nächsten Schritt gehen. Und ob das 3 Schritte, 5 Schritte, 10 Schritte sind, ob das ein Jahr dauert oder 2, das spielt letztendlich keine Rolle. Wichtig ist, dass das, was man tut und wofür man es tut, mehr ist als das, was es einen kostet. Und dass dann die Anzahl, der Contribution-Anteil auf gut Deutsch, das, was ich reinstecke, und dass es die Mitarbeiter, die in ihrem Unternehmen arbeiten, reinstecken ins Modell, dass sie mehr zurückbekommen, dann werden sie auch gerne mehr reinstecken. Das ist so eine vielleicht eine naive Betrachtung, aber wir haben ja herausgefunden, dass dieses mit Gewalt möglichst viel in kurzer Zeit, das ist eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Besser ist, man geht sanfte kleine Schritte und sagt, okay, lasst uns mal diesen Schritt gehen, diesen minimalen Nutzen erreichen, aber das ist vielleicht schon ein großer Effekt auf dem Weg zur Reise zur Modellierung. Wer braucht eigentlich Modellierung? Ich habe jetzt mal 3 Domänen rausgepickt. Die eine Domäne heißt Information Management oder heutzutage sagt man hochtrabend auch Enterprise Architecture Management. Also es geht ja nicht nur um IT-Systeme, sondern es geht ja auch um Business, es geht ums gesamte Unternehmen. Und da gibt es halt sehr stark im Finance, Banking, Insurance-Bereich. Ich habe da auch ein paar Referenzen genannt. IATA vielleicht als einer der Beispiele für Standardisierung. Also jede Airline, die bei der IATA Mitglied ist, ich glaube, das ist außer Ryanair und EasyJet eh jede Airline benutzt Daten zum Austauschen für Koffer, also für Baggage, das heißt das Gepäck und für Passagierdaten. Da gibt es ein standardisiertes Austauschformat von der IATA und die haben am Anfang ein XML-Format gemacht, nichts anderes als eine dokumentarische Beschreibung dieses Interfaces. Aber die gehen jetzt dazu über, Modellinformationen auszutauschen, auf Basis dessen dann die Airline dieses Modell leichter implementieren kann. In diesem Bereich geht es um sehr stark Sammlung, ein bisschen Controlling, Managing. Ich würde fast noch, das schreibe ich jetzt noch dazu, Strategic Vision. Die wollen etwas verändern oder weiterentwickeln. Sie wollen in der Wertschöpfung, in ihren Business Capabilities etwas dazu ergänzen. Okay. Ich habe im Hintergrund Geräusche. Tuck. Jetzt nicht mehr. Gut, das ist. Sorry, ganz kurz. Und der zweite Bereich wäre zum Beispiel Cyber-Physical Systems. Ob das dann Internet of Things heißt, Cyber-Physical Production Systems. Im Wesentlichen geht es darum, dass hier Komponenten, Hardware, Software in Kombination eingesetzt werden. Und ich habe hier als Schwerpunkt die genommen, die unter strengen Regulierungen liegen. Zum Beispiel in der Automobilindustrie, wenn da Potenzial ist, dass jemand stirbt, dann ist da ein erhöhter Safety-Anspruch. Und die Safety-Regulatorien schreiben mittlerweile vor, dass man modellieren muss. Gut für uns, weil in dem Fall kommen Automobilhersteller an Modellierungswerkzeugen nicht vorbei. Gott, leider gibt es auch viele andere Marktbegleiter. Aber die gute Nachricht ist, dass hier das Thema Modellieren als ein Mittel zur Sicherstellung von Qualitätsansprüchen auch erkannt wurde. Aviation ist die Flugzeugindustrie, Healthcare, Defense, Railway, also Transportation. Überall dort wird modelliert. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Application Development, da kommen wir ursprünglich her. Also Sparks gibt es ja seit 96, am Markt seit ungefähr 1999. Da haben wir zum Beispiel Kunden wie SAP Software AG, obwohl die in manchen Bereichen Mitbewerber sind, sind sie aber auch Kunde für bestimmte Thematiken, wo man tatsächlich auch Code generieren kann. Das rückt immer mehr in den Hintergrund, weil Code-Generierung, wenn man es richtig machen will, muss man dann relativ viel auch in den Code-Generierungstemplates anpassen. Aber so weit könnte man gehen. Und es gibt auch Unternehmen, speziell wenn es um Safety-Kritiker geht, die gar nicht mehr zu Fuß mit der Hand programmieren, sondern eigentlich sich komplett auf Code-Generatoren verlassen. Da verlagert sich das, es gibt dann keine Programmierer mehr. Also Programmierer in unserem Unternehmen, jeder Programmierer würde sich beleidigt fühlen, weil sie sind Entwickler. Entwickler bedeutet, Code entsteht automatisch. Sie entwickeln konzeptionell auf einer höheren Abstraktionsebene die Lösung des Problems. Und da kann auch im Bereich Application Development ein großer Nutzen entstehen, indem man Dinge automatisiert erzeugt. Muss nicht alles sein, aber ein großer Teil. Und das wären so die klassischen Bereiche aus unserer Sicht, wo modelliert wird. Was sind so die Herausforderungen? Ich nehme jetzt auch wieder die 2 davon wieder raus. Die Herausforderungen sind so 3 wesentliche, 4, Entschuldigung, zählen muss man auch können, 4 wesentliche Bereiche. Das eine ist,
dass man sowas wie Umgang mit Methodologie braucht. Entweder Sie haben die Kompetenz selber im Haus oder Sie haben einen Berater oder Sie lernen es aus Büchern. Da brauche ich einfach, welche Methodik, wie gehe ich denn einfach mit Modellen um? Im Bereich Archimate gibt es von der Open Group jede Menge, wie mache ich das, wie modelliere ich mit Archimate. Im Bereich BPMN und BPMN, deswegen streiche ich das jetzt mal ganz besonders hervor. BPMN ist eine der wenigen Sprachen, die nicht nur Sprache, sondern auch Notation sind. Das heißt, hier gibt es auch eine Vorschrift, wie es zu benutzen ist. Und das führt ja auch zu diesen babylonischen Zuständen im Bereich UML, dass eigentlich es nur eine Sprache ist, aber keiner hat einem gesagt, wie diese Sprache zu benutzen ist. Es gibt ein paar Initiativen im Bereich UML, die heißen Richtung Functional UML, FUML. Da versucht man der UML einfach auch eine Notation zu geben und zu sagen, bitte benutzt die Sprache so und so, damit es auch einheitlich wird. Dass nicht jeder nur malt, sondern dass die Informationsinhalt auch wirklich nützlich ist und auch universell verwendbar ist. TOGAF ist eher ein Vorgehensmodell, aber es hat halt auch eine grafische Visualisierung dazu. Dann auch, wenn man Richtung Development gehen möchte, Model-Based Development, ob man jetzt einen Service-Bus, ob man die WSDLs, REST-Service, was auch immer automatisiert generieren möchte, muss man auch überlegen, wie modelliere ich, damit es nicht mühsam wird. Die meisten Entwickler sagen, ja, puh, das ist ja mehr Aufwand aus der Entwicklerebene, das ist ja mehr Aufwand zu modellieren, als den Code selber zu schreiben. Da habe ich meine Templates, das kopiere ich mir zusammen. Naja, logisch, wenn ich eine 1:1-Repräsentation habe zwischen Source Code und Modell, naja, dann würde ich das auch als Mehraufwand interpretieren. Aber wenn ich es schaffe, eine höhere Abstraktion zu erreichen, dass ein Element in Enterprise Architect in Wahrheit vielleicht 10, 15, 20 Klassen generiert, na, dann hätte ich den Nutzen erzeugt. Nur dafür gibt es kein Patentrezept. Das muss man sich selber definieren, was denn diese eine Element bedeutet. Und natürlich auch, wie verwende ich den Enterprise Architect? Ja, also es ist ja auch ein Tool, das durchaus mächtig ist und man kann auch komplex sagen und man kann auch gemeinerweise sagen, zu kompliziert, aber es ist ja auch für Modellierer gedacht. Also nicht jeder, der Konsument oder Model Citizen, möchte ich fast sagen, man spricht ja von Developer Citizen und Expert Developer. Ich würde auch bei Enterprise Architect von Expert Modeler und Citizen Modeler sprechen. Der eine ist der, der quasi das Modell erstellt, der es konzeptioniert, der in die Zukunft schaut, der Komplexitäten verstehen und beherrschen kann. Das wird vielleicht maximal ein Zehntel ihrer Mitarbeiter im Unternehmen sein. Der Rest möchte die Modelle nutzen, der möchte sie annotieren, er möchte sie reviewen, er möchte sie kommentieren, er möchte vielleicht bestimmte Aspekte erfassen, aber das gesamte Werkzeug braucht er nicht. Das heißt, da braucht rund um Enterprise Architect dann auch Dinge wie Prolaborate, Web-Kollaboration, all diese Dinge oder Integration mit Jira, werde ich ja nachher noch ein paar bisschen darauf eingehen. Dann haben wir natürlich diese, was brauche ich noch? Eigene Technologien. Wenn man sagt, okay, ich möchte nicht den Standard verwenden. Fast kein, also es gibt ganz, ganz wenige Standards, die gedacht sind, verwende ihn, wie er ist. Das war nie die Idee. Das sind alle, die diese Standards sagen, okay, das ist ein Vorschlag. Du musst es letztendlich, damit es für dein Unternehmen sinnvoll wird, auf deine Bedürfnisse anpassen. Ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, das alle 14 UML-Diagrammarten, wenn sie UML machen, alle 14 UML-Diagrammarten auch wirklich verwendet. In der Regel verwendet man 4 bis 5 oder 3. Das heißt, man muss auch hier definieren, was macht für mein Unternehmen Sinn. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, was lasse ich weg? Und das tut manchmal sehr weh. Wir sind als Menschen ja Jäger und Sammler. Wir lassen nicht gern was weg. Aber es macht Sinn, sich genau darüber Gedanken zu machen, zu sagen, okay, was von dem, was mir Enterprise Architect anbietet, möchte ich jetzt im Unternehmen gar nicht verwenden, weil es kann eh keiner lesen. Und damit ist es sehr, sehr wichtig, sich damit zu so Dingen wie Profilen zu beschäftigen oder mit so Dingen wie Modellvalidierung. Nämlich auch, was will ich erlauben? Will ich alles erlauben? Enterprise Architect ist da recht großzügig. Lasse ich es zu, dass ich eine Klasse mit einem Aktor verbinde? Oder sage ich, nein, ich will das nicht? Dann kann ich sowas wie Modellvalidierungsregeln definieren, die entweder im Nachhinein prüfen, dass hier ein Regelverstoß stattgefunden hat, oder sogar gleichzeitig prüfen. Oder so Dinge wie Modellassistenten, die mich dabei unterstützen, dass ich Enterprise Architect auf die richtige Art und Weise verwende. Das macht alles im Bereich Information Management Sinn. Wir liefern ja auch ein paar Beispiele zum Thema Modellassistenten mit.
relativ günstig zu beziehen, ich glaube 25 Euro, ich habe keine Ahnung, Preise, muss ich gestehen, aber da kriegen Sie einfach eine große Sammlung von Beispielen, wie so Modellassistenten ausschauen können. Da gibt es so Dinge wie Papierkorb, Andu, auch für Modellartefakte, die halt nicht zwangsläufig notwendig sind, aber die das Leben manchmal leichter machen. Was man auch noch bedenken muss, dass hier Enterprise Architect oder Modellierung nicht alleine steht. Ich kenne eigentlich kein Unternehmen, das nur ein einziges Werkzeug verwendet, nämlich Enterprise Architect oder was auch immer für ein Werkzeug, und damit alle Bedürfnisse im Application Lifecycle oder im Product Lifecycle, je nachdem, wie man es, welchen Dimensionen man modelliert, einsetzt. Das heißt, sie brauchen rundherum sowas wie Tool-Integration. Brauchen sowas wie Configuration Management oder auch nicht. Das ist ein Collaboration ist im Vordergrund und es gibt nur das, was wahr ist, steht jetzt aktuell, ist richtig. Dann ja, okay, dann brauche ich vielleicht weniger Configuration Management. Aber in irgendeiner Form muss ich mit auch verschiedenen Einstellungen zurechtkommen, Varianten zum Beispiel. Und dann natürlich geht es auch um das Hosting der Modellinfrastruktur. Wo liegt denn der Server? Zentral, dezentral? Wie will ich mit Performance umgehen? Wenn Sie ein weltweites Unternehmen haben zum Beispiel, kann es durchaus eine Challenge sein, dass die Internetbandbreite zu schwachbrüstig ist für eine klassische Client-Server-Situation. Da brauche ich ein Stück Middleware, wo ich sage, okay, ich will eigentlich über HTTPS kommunizieren. Wie gehe ich mit Datensicherheit um? Wo sind die Daten, aber wie sind sie gespeichert? Also das sind so Themen, die grundsätzlich im Information Management auf einen treffen. Natürlich sind die Challenges im Cyber-Physical-System jetzt nicht sehr viel anders. Es kommen nur ein paar Sachen dazu. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Safety-Related Modeling-Methoden um? Wir haben, glaube ich, vorgestern auch das Thema Cyber-Security erstmalig angesprochen. Wir sagen, okay, wie bringe ich einen Developer dazu, dem bis jetzt Security, also ich erst vor 2 Jahren, als sie mich gefragt haben, Security wäre mir als Entwickler völlig egal. Das ist ja das Problem der IT. Die müssen dann dafür sorgen, dass die Applikationen sicher sind. Aber hier findet ein großer Mindchange statt, dass im Bereich Safety war es immer schon so. Ja, Safety war auch immer Developer-Verantwortung. Aber neu ist, dass auch Security oder auch Privacy in Zukunft und jetzt schon Developer-Verantwortung ist. Ein Developer kann sich hier nicht mehr abputzen und sagen, das geht mich alles nicht an. Man muss als Entwickler mittlerweile auch die Thematiken Safety, Security und Privacy by Design betrachten, weil im Nachhinein etwas zu ändern, das schönste Beispiel ist für mich Facebook, da kann der Zuckerberg sagen, was er will. Das Ding wird nie Privacy haben. Warum? Da müsst ihr es neu schreiben. Das ist nicht die Idee von Facebook. Und damit gibt es auch keine Privacy. Da kann er erzählen, was er will. Und den Aufwand, da rundherum was zu machen, das ist alles lieb und nett, aber es wird nie Privacy by Design sein. Das war nicht die Idee, das ist nicht sein Geschäftsmodell. Und jeder, der sich auf Facebook einlässt, weiß, wovon ich spreche. Hoffentlich, zumindest in dieser Runde. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, wenn man das ein Security-System haben will, dass auch der Developer, und wenn ich jetzt Richtung Internet of Things, denn dann erst recht, da läuft Firmware drauf, da gibt es kein Firmware-Update, die nächsten 10, 20 Jahre im Feld, unattended. Ja, blöd, wenn es dann halt das Backdoor in mein Unternehmen ist. Und genau darum geht es, da muss ein Developer sich Gedanken machen. Dann haben wir auch hier wahrscheinlich verstärkt auch wieder die Technologies, Model Validation, aber auch hier diesen Aspekt der Code-Generierung. Gerade in dem Bereich macht es natürlich Sinn, dass ich wiederkehrende Artefakte aus dem Code heraus generiere, dass ich den größeren Kontext habe. Vielleicht machen wir da bald nochmal eine eigene Session zum Thema Code-Generierung und was man da, was für das New Way of Thinking für Developer ist, im Sinne der modellbasierten Welt, dass man in Zukunft eben Code-Generatoren schreibt, anstatt dass man den Code selber schreibt. Ist natürlich dann sinnvoll, wenn Sie in Richtung Produkte denken. Wenn Sie Individualsoftware schreiben, gibt es vielleicht Aspekte, wo Code-Generierung Sinn macht, aber das ist vielleicht untergeordnet. Aber je standardisierter Sie sein wollen, je größer es in die Breite geht und nur dann glaube ich, dass man skalieren kann, umso mehr macht Code-Generierung Sinn. Dann die Thematiken der Modellinfrastruktur und im Hosting sind de facto für Cyber-Physical Systems gleich. Application Development lasse ich aus. Ich finde es ein bisschen langweilig, deswegen habe ich gesagt, okay, ist redundante Information. Sie können im Anschluss, die Präsentation stelle ich gerne als PDF zur Verfügung. Da bitte ich Sie einfach darum, mir ein kurzes E-Mail zu schicken, beziehungsweise ich habe die E-Mails, glaube ich, im Verteiler, bekommen Sie die auch nachher zugestellt, wenn ich ein paar Sachen überspringe. Und auf meine Zeit achten, ja, das passt noch gut. Was auch noch wichtig ist, interessant ist natürlich, jedes Modell für sich ist grundsätzlich interessant. Ja, also Requirements-Modelle sind nett,
oder ein Komponentenmodell, aber eigentlich das spannende Momentum entsteht, wenn ich eine Traceability zustande bekomme. Wenn ich dann sagen kann, okay, warum habe ich eigentlich diese Komponente entwickelt? Ja, diese Komponente wurde entwickelt, weil es hier ein Requirement oder in dem Fall sogar zwei Requirements gegeben hat und diese Komponente realisiert das. Der billigste Nutzen aus meiner Sicht ist einfach zu sagen, ja, da gibt es eine Realize-Beziehung. Es gibt bei uns ein Forschungsprojekt, wo wir gesagt haben, okay, wenn diese Realize-Beziehung gesetzt wird, dann muss ich auch sagen, warum. Das heißt, da geht dann ein Fenster zusätzlich auf und ich gebe nach Qualitätskriterien ein, die Komponente realisiert das Requirement aus Grund von, das war ein Performance Requirement, das war ein, also nicht funktionale Requirement zum Beispiel, oder das war eine konkrete Anforderung und ich habe auch eine Skala, wo ich sagen kann, 30% ist der Anteil dieser Komponente, um dieses Requirement zu erfüllen. Also Realize alleine ist schon für die meisten, wow, gib mir alle Komponenten, die entwickelt wurden, die gar keine Anforderung hatten. Das ist für die meisten schon, wow, Mirakel, das hilft schon. Aber man kann da eben noch ein paar Schritte weitergehen und sagen, okay, gib mir alle Komponenten, die eigentlich die Safety-Anforderungen erfüllen. Und da kriege ich dann einfach noch mehr Aspekte raus. Das heißt, diese Traceability, egal in welchen Ebenen Sie an Ihre, welches Vorgehensmodell Sie haben, wenn Sie V-Modell haben, das habe ich dann später noch als Beispiel, dann folgt man halt einem bestimmten Prinzip. Aber theoretisch könnten Sie über diese Traceability-Beziehung alles in einen bestimmten Kontext setzen. Und das macht dann die Modellintelligenz aus. Und das ist dann auch das Asset, das Sie im Unternehmen haben, dass Sie diese Ebenen verknüpfen können. Und dann vielleicht auch eine Gap-Analyse betreiben können oder Impact-Analyse. Wenn sich ein Requirement ändert, gib mir alle Elemente, auf die das dann eine Auswirkung hat. Das ist so eine klassische Anforderung, die ich bekommen kann, wenn ich diese Traceability verwende. Ich habe dann noch einen Aspekt mit reingebracht, weil das Thema Industrie 4.0 so wichtig ist. Industrie 4.0 bedeutet, dass man versucht, gemeinsame Aspekte zu finden, die Software, Elektronik oder Elektrik und Mechanik kombiniert, in den Requirements, im Verhalten und auch in der Architektur, also diese Engineering-Aspekte mit den Engineering-Domains. Und da glauben wir, dass Enterprise Architect tatsächlich diese Fähigkeit besitzt, Dinge, die ursächlich nicht zusammengehören, zusammenzubringen. Und da kommt man auch drauf, dass die Sprache und das Tool alleine nicht genug ist. Dass eine Methode fehlt, aber wichtig wäre. Also Methode ist wichtig und es gibt aber für die Methodik keinen Standard. Also selbst wenn Sie sagen, wir arbeiten Scrum, dann auch dort ist das ein Baukasten. Und meistens, also sehr oft, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, wird hier kombiniert. Also im Bereich Automotive wird halt sehr oft nach dem V-Modell gearbeitet mit dazwischen Scrum-ähnlichen oder agil-ähnlichen Vorgehensmodell, wo man sagt, okay, dieses V ist jetzt kein Projekt über 3 Jahre, sondern wir spielen das V-Modell in Iterationen von 2 oder 3 Wochen. Ja, das heißt, ich kann das auch kombinieren. Und wir haben hier eine These, ist jetzt schon ein bisschen älter. Wir haben sie schon lange, aber diese These ist durchaus auch bewiesen worden, dass wenn man mit Modellierung beginnt, dass eigentlich da sowohl Kosten als auch Zeitaufwand steigen. Und wenn Sie einen nicht so, also wenn Sie einen ängstlichen Manager haben, der zwar sagt, ihr müsst modellieren und ihr seid die Experten, dann kann es natürlich sein, dass der irgendwann mal entnervt aufgibt. Der bekommt keine Ergebnisse, weil ihr drauf gekommen seid, es funktioniert nicht und wir müssen nochmal zurück an den Start, Requirements müssen wir anders analysieren, oh, wir wollen da doch ein anderes Tool, wir wollen da integrieren. Da kann es sein, dass man hier extrem hohe Kosten hat und vor allem speziell im ersten Projekt. Oder speziell, und das möchte ich auch noch betonen, modellieren darf, sollte man nicht in einem neuen Projekt beginnen, wo eh alles neu ist, sondern idealerweise möglichst schleichend auch in bestehende Projekte reinbringen. Und in Wahrheit, das Spannende ist eigentlich, dass im Bereich der Implementierung der größte Nutzen entsteht. Im Bereich Testen ist der Nutzen und der Kostenfaktor überschaubar. Da fehlen einfach noch so Aspekte wie Model-Based Testing. Also es gibt schon Pionierprojekte dazu. Wir haben auch ein Forschungsprojekt zum Thema modellbasiertes Testen, wo man automatisiert dann Error Injection in Modelle hineintreibt. Da sind wir noch völlig auf der Forschungsschiene. Aber interessant sieht man gerade im Bereich Systems Engineering, dass hier der größte Nutzen entstehen würde, wenn man wirklich es durchzieht. Nicht nur sagt, ah, wir machen hier Architektur. Das ist primär auch Kosten, vor allem in den ersten Projekten. Sondern dass man hier sagt, okay, und das nächste Mal. Und da haben wir wieder was gelernt. Und das nächste Mal. Dass man das als Schleife sieht. Und da gibt es ja schöne Ansätze wie Safe,
die auch Agilität damit hineinbringen und wo man lernt, dass dieses Gerücht Agilität braucht keine Dokumentation, völliger Nonsens ist. In Wirklichkeit muss man sagen, wir wollen keine Word- und Excel-Dokumente. Die kann man natürlich auch generieren, aber wertvoll als Delivery of Done, als Teil meiner Iterationen, wäre eigentlich das Modellartefakt. Ich sage, okay, ein Modellaspekt ist Teil meines Delivery of Done. Es gehört zur Definition, dass ich ein Stück Software liefere mit der Modellinterpretation. Und idealerweise ist die Software aus dem Modell automatisiert entstanden, dann ist nur noch das Modellartefakt relevant. Was auch noch nicht uninteressant ist, er sagt, okay, was muss mir die Methodologie eigentlich beantworten? Es muss mir beantworten, was mache ich wann? Wenn ich zum Beispiel sage, ich fange mit Klassenmodellierung an, so quasi auf der grünen Wiese, dann ist das vielleicht nützlich, aber wenn ich sage, ich möchte die Beziehung haben, das Traceability, das ist das größte Asset, dann muss ich mir darüber nachdenken, ob zuerst die Klasse oder zuerst das Requirement kommt. Aber wenn zuerst die Klasse kommt und dann das Requirement, muss ich zumindest darüber nachdenken, wann setze ich denn die Trace-Beziehung. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo mir Methodologie hilft und wo man versuchen sollte, dass die Leute, ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen, ihre Partnerunternehmen da am gleichen Strang ziehen. Dann auch, welches Diagramm soll mir welche Antworten liefern? Dass man nicht Modellieren zum Selbstzweck betreibt, sondern sagt, okay, was ist der Nutzen? Dann auch, wo speichere ich das? Habe ich ein zentrales Repository? Habe ich mein eigenes Repository? Wann merge ich das? Wie gehe ich mit Redundanzen um? Was ist für mich Traceability? Warum glaube ich, dass die eine Sprache oder die andere Sprache mir hilft? Ja? Und wie vermeide ich eigentlich, dass jeder anders modelliert? Weil der eine macht Signale und der andere verwendet Activity und der dritte verwendet Sequence und will eigentlich das gleiche ausdrücken. Und da geht es darum, dass man versucht, einen gemeinsamen Ansatz dafür zu finden. Dass viele Unternehmen schaffen das tatsächlich auf zwei Blatt A4, die wichtigen Informationen, wie wir unsere Arbeitsvereinbarung modellieren. Jetzt verrate ich das große Geheimnis von Enterprise Architect. Ja, es ist ein öffentliches Webinar, Sie dürfen es weitererzählen. Das große Geheimnis bei Enterprise Architect ist, dass viele Industriestandards mit Enterprise Architect modelliert wurden. Und zwar ziemlich egal, ob das reine Datenmodellierung ist oder tatsächlich Messaging auch ist. Enterprise Architect wurde und wird gerne für Standardisierung herangezogen. Es ist halt kein Open Source Tool, das einen sehr fluktuativen Lebenszyklus hat. Es ist ein kommerzielles Werkzeug, aber es ist ein sehr preisgünstiges kommerzielles Werkzeug, auf das sich viele Parteien leicht einigen können. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, nehmen wir mal Rail Transportation Systems oder im Bereich Geologie, das ist dann immer Water ML oder GeoML. Oder im Bereich Government. Also es gibt viele, viele Standards, wo auch Enterprise Architect als Modellierungsvorlage benutzt wurde. Oder im Bereich Telecommunication, ETOM, ETAM, die haben auch Enterprise Architect, die Firma Transware implementiert, aber die haben eine Implementierung für Enterprise Architect, die sie bereitstellen. Oder den NEM Standard. Das ist der Grund, warum wir da ganz gerne in verschiedenen Domänen auch schon sehr stark präsent sind. Das ist unser Geheimnis sozusagen. Standardisierung. Wir arbeiten aktiv an Standardisierung mit und wir versuchen hier auch Standards zu setzen. Jetzt vielleicht auch noch, bevor wir dann in Enterprise Architect nochmal reinsteigen und dann auch wirklich endlich mal ein bisschen was Interaktiveres tun. Ich gestehe ja, dass ich PowerPoint verwende. Also unsere australischen Freunde würden ja das alles mit Enterprise Architect machen. Aber ja, zum Malen ist halt ein PowerPoint manchmal bequem. In Wirklichkeit geht es darum, wofür verwende ich welches Werkzeug. Ja? Also wenn ich ein wertvolles Modell haben will, im Vergleich zu, wie einfach ist es zu nutzen. Also so ein Whiteboard ist wirklich einfach. Also da nehme ich einen Stift mit verschiedenen Farben manchmal und ich male es an die Wand und dann nachher gibt es dann diese klassische Fotosession, wo jeder diese Whiteboards abfotografiert. Wiederverwendungsgrad schwierig. Die nicht im Meeting dabei waren, ich hatte das gerade vor kurzem, habe ein Whiteboard fotografiert bekommen und gesagt, Peter, modelliere das mal nach. Und ich hab nicht mehr verstanden, wie der Weg war, wie das entstanden ist. Wenn man weiß, wie es entstanden ist, dann hat man eine Chance, das dann modellieren. Aber wenn man nicht weiß, was die Idee war bei dem Whiteboard, dann wären es dann durchaus kreative Modelle und Diagramme, die dann immer sehr schwer zu lesen und zu interpretieren ist, wenn man nicht selber dabei war. Aber so als Erinnerung, das hilft durchaus.
oder so textbasierte Tools. Sie kennen das sicher, Meetings Minutes, sehr gerne geschrieben in Word oder auch von mir aus in Excel. Spannend ist aber, dass man es lesen muss. Damit, wenn man verstehen will, was drinsteht, muss man es lesen. Und wir haben in Österreich ganz lustige Prozesse, wo so die letzten Aufsichtsratssitzungen jetzt gerade durchanalysiert werden. Wer hat denn wann welche Entscheidung getroffen? Es ist wirklich nicht leicht nachvollziehbar, weil man muss wirklich alle Protokolle lesen. Und da war eine lustige Frage, ob wir nicht auch für Governance in diesen Bereichen, also Airbus ist ein schönes Beispiel, die verwenden selbst für Meetingprotokolle mittlerweile Enterprise Architect, und dieser Text kommt halt nachher in der richtigen Form heraus, aber sie können nachvollziehen, wer hat wann welche Designentscheidung getroffen, aufgrund welcher Entscheidung, und ist dieser Flügel links in Toulouse und der rechte Flügel in Hamburg gebaut worden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Das heißt, Text ist ein Ergebnis. Da gibt es viele, die machen so statische Code-Analysen. Das ist ganz nett. Da kann man natürlich auch Enterprise Architect dafür verwenden. Da gibt es professionelle, teure Tools, die einfach sagen, hilft mir, den Code besser zu verstehen. Da gibt es so statische Code-Analyse-Tools, die Komplexität aussagen und so weiter treffen können. Nicht ganz einfach zu benutzen, aber das wäre auch so ein Reverse-Engineering-Ansatz. Und da beim Modellieren haben wir vorher schon festgestellt, ja, da muss ich zumindest wissen, was steckt da drin, was heißt die Sprache, welche Sprache will ich denn überhaupt benutzen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Code-Teile automatisch reverse zu engineeren, sogar aus Binary Code. Also wenn Sie ihn nicht obfuscated haben, können Sie aus .NET, DLLs und Exes oder aus Jar-Files, also auch aus Kompilaten, automatisch dieses Klassenmodell reverse engineeren. Also da merkt man, okay, da muss ich mehr wissen, aber ich kriege auch viele Informationen zurück. Bis hin, da muss ich gar nichts wissen. Ein Whiteboard kann, glaube ich, jeder benutzen. Ich habe noch, also das ist immer ein bisschen Chaos. Also man sieht hier die Diskrepanz auch ein bisschen. Dann Enterprise Architect, das ist so ein bisschen auch unter der Haube. Also viele sehen ja Enterprise Architect tatsächlich nur als ein Modellierungswerkzeug. Aber das Besondere bei Enterprise Architect, dass es eigentlich eine Modellierungsplattform ist. Es fängt eigentlich damit an, ganz unten, dass wir als Basis immer eine Datenbank haben. Das heißt, was auch immer Sie in Enterprise Architect hineinstecken, Sie können es abfragen. Es gibt sogar eine eigene SQL-Oberfläche, wo Sie reinschreiben können, Select Stern from T-Object, und Sie bekommen zurück alle Artefakte, alle Elemente, die im Enterprise Architect drinnen stecken. Also Sie können mit Datenbankabfragen auf diese Daten zugreifen. Das heißt, Sie können sich de facto auch die Datenbank aussuchen. ERP, großes Geheimnis, ist eigentlich eine Access-Datenbank. ERPX ist halt Access, keine Ahnung, 2003-Datenbank und Unicode. Und danach haben Sie natürlich SQL-Server, von mir aus auch noch Oracle, wenn Sie es antun wollen, PostgreSQL, MySQL, MariaDB. Sie können sich fast alle Datenbanken aussuchen. Und das Schöne ist, das Datenformat ist transparent. Sie kriegen sogar die Datendefinitionssprache. Sie können es selber analysieren. Es gibt auch ein paar User, das ist immer so die Frage, ob das klug oder nicht so klug ist. Es gibt auch ein paar, die tatsächlich auf bestimmte Ereignisse in der Datenbank reagieren und automatische Notifikationen wegschicken. Weil es einfach in der Datenbank stattfindet, was sicher ein Element wurde verändert, gibt es ein automatisches Notification aus der Datenbank. Ist ein bisschen Geschmackssache, ob man das wirklich auf der Ebene machen will oder vielleicht doch über die API. Aber möglich ist es. Das heißt, die Datenbank ist transparent. Also was Sie reinstecken, kriegen Sie auf jeden Fall wieder raus. Selbst wenn der Teufel schläft ja nicht, selbst wenn es das Tool nicht mehr geben sollte, sind 100 Jahren hoffentlich, die Daten sind für Sie verfügbar. Ja, da geht nichts verloren. Dann auf Basis dessen gibt es die verschiedenen, auf Basis des Datenmodells gibt es verschiedene Funktionen, die im Enterprise Architect enthalten sind. Die allerwichtigste aus meiner Sicht ist das sogenannte Automation Interface. Das heißt, alles, was im Enterprise Architect drinnen ist, können Sie auch anprogrammieren. Natürlich braucht man für Automation Interface zumindest ein grundlegende Programmierkenntnisse. Aber das Schöne ist, es gibt auch sogenannte Ereignisse. Das heißt, ich kriege mit, also wenn ich Programmierer bin und will Enterprise Architect erweitern, dann, wenn ein Element auf den Enterprise Architect draufgelegt ist, gibt es eine Nachricht, die heißt On New Element. Sie heißt wahrscheinlich anders, aber prinzipiell On New Element. Und ich kann darauf reagieren und sagen, okay, ein neues Element wurde angelegt. Ich mag noch einen weiteren Dialog aufgehen lassen und frage den User ein paar Sachen ab, warum er das macht, was auch immer sie machen wollen. Und ich kann darauf reagieren. Das heißt, der Enterprise Architect lässt es zu, dass sie es zu ihrem Tool machen. Dann gibt es natürlich so Dinge wie Diagrammeditor, Projektbrowser und so weiter. Und dann gibt es Erweiterungen von entweder mitgelieferte oder auch von Drittherstellern. Da gibt es eine ganze Menge, die den Enterprise Architect erweitern. Das
Der Kern ist aber diese MDG Technology, Model Driven Generator Technologies, die eigentlich die Sprachimplementierungen beinhalten. Ich habe ja ganz absichtlich hier SysMod dazu genommen. SysMod ist im deutschsprachigen Raum sehr gern genutzt, ist von Tim Wilkins ursprünglich entwickelt im Rahmen von Forschungsprojekten, die basierend auf SysML auch eine Methodik, wie bitte, wie soll ich denn modellieren, bereitstellen. Gibt es auch Bücher dazu. Und diese SysMod-Erweiterung ist auch kostenlos verfügbar von einem Dritthersteller. Und dann dieses MDG Technologies besteht dann halt aus Profilen, Patterns, Diagrammtypen, die Toolbox-Boxen, die ich anpassen kann, die Tagged Values, die ich anpassen kann, aus bestimmten Bildern, aus Skripts, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich das Spannende. Das ist die Erweiterungsstelle für Enterprise Architect. Und dazu möchte ich Sie auch motivieren, dass Sie nicht standardmäßig alles aktiviert haben, sondern selektiv sagen, welche dieser MDG Technologies machen in meinem Sinn, in meinem Unternehmen Sinn und welche nicht. Dass man das ganz bewusst angeht. Hier wieder ein paar, als nächstes ein paar Beispiele. Ich habe jetzt genau drei mitgebracht. Auch da gehe ich ein bisschen schneller drüber, auch zum Nachlesen. Das wäre die Spezifikation der UML sozusagen. UML hat quasi zwei Arten von Diagrammtypen, Strukturinformationen und Verhaltensdiagramme, also Verhaltensdiagramme. Das meistgenutzte, ich meine, wir haben es ein bisschen versucht, auch herauszuzeigen, was gibt es schon immer, ja, seit 1.0, was hat sich in 2.0 geändert und was ist komplett neu dazugekommen. Aber im Wesentlichen, was wird am meisten benutzt? Am meisten wird für Entwickler Klassendiagramme benutzt. Deployment schon ganz selten. Auf Package kommt man nicht weg. Das ist einfach die Art und Weise, wie strukturiert wird. Aber Object wird schon recht selten benutzt. Komponenten, ja, macht man meistens im Rahmen von Klassendiagrammen. Also man sieht hier aus der Ebene, also meistgenutztliche Klassendiagramme. Im Bereich der Verhaltensdiagramme, ja, das Use Case ist das bekannteste, aber auch das meist belächelte. Oh, Strichmännchen. Aber es hilft. Ja. Und dann haben wir sowas wie State Machines. Das ist auch wieder eher für Entwickler. Davor fürchten sich eher die, also Entwickler lieben es, weil es einfach Zustandsautomaten sind. Anwender tun sich mit so Activity-Diagrammen, Workflow oder Flowchart, mit denen tun sie sich ein bisschen leichter. Sequenzen. Das ist so ein bisschen ein Sonderfall, da können viele gar nicht so mit umgehen, aber Sequenzen helfen zumindest auch die Übersicht zu bewahren. Die Nutzung der Sequenzdiagramme ist der einzige Sonderfall, den ich kenne. Das ist halt ein bisschen anders als die anderen Modelle, weil halt das über Lifelines geht. Aber das waren es dann auch schon. Ja? Timing-Diagramme, ich habe noch keine Menschen gesehen im echten Leben, die tatsächlich UML-Timing verwenden. Gibt es sicher, aber ist eher der Exot im Rahmen der UML. Wie gesagt, die einzelnen Diagrammdaten werde ich jetzt nicht beschreiben, das habe ich nur der Vollständigkeit halber hier ergänzt. Die SysML, und das ist jetzt im Moment vielleicht das spannendste Game Changer, der so auf uns zukommen wird in den nächsten, sagen wir mal, 3 Jahren oder so. SysML wurde auch schon sehr lange, auch schon fast 15 Jahre her, wurde SysML identifiziert als eine notwendige Sprache, um Systeme zu beschreiben. Systeme, die halt nicht nur Software sind, sondern halt auch Hardware-Komponenten beinhalten. Und da gibt es mittlerweile den Standard 1.5. Und es wird sehr, sehr intensiv gerade diskutiert über 2.0, wo es darum geht, dass man versucht, hier die SysML ein bisschen von der UML zu emanzipieren. Im Moment ist nämlich die SysML eine Erweiterung, Subset ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist eigentlich eine Erweiterung der UML. Und deswegen habe ich auch hier eine kleine Übersicht gebracht, also wo kommt das ursprünglich her? Und in Wirklichkeit ein Block Definition Diagramm, also die SysMLianer schreien hier vielleicht auf. Ja. Es gibt sogar Kunden, die sagen, wir wollen eine reine SysML-Schulung haben, aber bitte ohne UML. Schwierig, ist möglich, aber schwierig, weil die UML ist so die Mutter aller Sprachen, Unified, und die SysML ist eine Erweiterung der UML. Also sollten wir jetzt schon das erste verstehen, was UML ist. Und zwar ist das Block Definition Diagramm. Da steht ja extra Block und nicht Class, ja, weil was ein Mechatroniker, wenn da steht Class, dann lacht er uns aus. Er versteht ja nicht, wovon wir reden. Ah, die Software-Leute, haha. Block ist quasi der generischere Begriff dafür, aber in Wahrheit ist ein Block-Definition-Diagramm eigentlich ein Klassendiagramm mit ein paar Erweiterungen. Oder das Activity ist auch eine Erweiterung. Ich habe hier irgendwie vermisse ich da gerade eins. Ah, hier das Requirements-Diagramm. Dafür gibt es sowas wie Requirements-Diagramme, die halt funktionale, nicht funktionale Requirements zum Beispiel modellieren lassen. Aber das State-Diagramm ist
eigentlich gleich. Ja? Also diese Grünen, das sind eigentlich genau die gleichen Elemente. Parametrik ist zum Beispiel etwas, was nur in SysML existiert. Ja, aber man sieht dieses Profilieren, es lässt es zu. Und wenn ich jetzt SysMod noch ergänzt hätte, dann SysMod basiert auf SysML und hat zwar jetzt hat nicht neue Diagrammtypen, aber hat spezialisierte Komponenten, die einem helfen, das System noch besser zu beschreiben, auch schon mit den vorgefertigten Artefakten dazu. Und die dritte Sprache, die ich rausgepickt habe, weil die boomt gerade massiv, es gibt es auch schon länger, aber sie boomt gerade. Akimate ist von der Open Group, ist nicht von OMG, sondern der Open Group, eine andere Standardisierungsorganisation, ist eine Sprache, die konzeptionell tatsächlich versucht zu beschreiben, den Aufbau einer Organisation, tatsächlich beginnend mit Mission, Vision. Okay, das ist für viele abstrakt, sagen wir mit Business Capabilities, Value Chains, Wertschöpfungskette, Business Prozesse. Bis, als Rahmen, also Business-Prozesse sind in Akimate nicht implementiert, es ist wirklich nur das Rahmenwerk, wo ich dann die Business-Prozesse aufhängen kann, wo ich dann die tatsächlichen Klassenmodelle aufhängen kann, wo ich aber beschreibe, auf welchen Servern läuft, wie hängen die Business-Services mit den Application-Services zusammen, wo so eine durchgehende Sicht dazu ist. Ich habe hier als Beispiel eine Anpassung von der, ich glaube, es ist Capgemini, irgendeiner der größeren Beratungshäuser, die halt dieses als Basis genommen haben und ihre eigenen Artefakte darauf definiert haben. Und Archimate ist sehr stark im Bereich Information Management, wo ich sage, okay, ich versuche Business Application Technology mit Information Behavior und Structure, ich hoffe, ich muss es jetzt nicht übersetzen, zusammenzubringen. Und dafür ist das das Rahmenwerk. Und das Archimate-Konzept schaut halt ungefähr so aus. Der Business Actor, ich gestehe, das muss kein, die haben natürlich auch sein Kästchen halt mit einem Strichmännchen drinnen. Man kann sich aussuchen, welche Art von Aktor man hat. Aber hier versucht man dann diese Modellartefakte in Einklang zu bringen. Und hier habe ich letztendlich die Möglichkeit zu sagen, okay, Business IT Alignment, liebes Business, damit du weißt, was für einen Impact eine Business-Entscheidung hat, auf welche Applikationen, wie wirkt sich das aus, habe ich hier genau diesen größeren Zusammenhang hergestellt. Da springe ich jetzt auch ein bisschen drüber, wie diese Layers dazu ausschauen können. Gut, das mal so als grober Überblick. Jetzt schaue ich mal ganz frech in den Chat, ob da vielleicht schon irgendwelche Fragen aufgepoppt sind. Ja, die Präsentation, eine Frage habe ich hier. Die Präsentation wird im Anschluss zur Verfügung gestellt, also alle, die sich mit E-Mail registriert haben, quasi automatisch. Alle, die sich nicht mit E-Mail registriert haben, bitte ein ganz kurzes Mail an, idealerweise, ich schreibe es jetzt rein, an Sales, weil dann habe ich weniger Arbeit, sondern nur der Kollege oder die Kollegin, das sind nämlich mehr. An diese Adresse schicken bitte mit modellieren, aber richtig, oder sagen Sie einfach die Präsentation vom Herrn Dieper. Da wird er sich besonders ärgern, dass ich ihm so viel Arbeit gemacht habe, aber dann bekommen Sie es auch ganz verlässlich. Gut. Dann Enterprise Architect. Viele von Ihnen, also ich fange trotzdem von vorne an. Enterprise Architect, das ist jetzt die Version 14.1, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hoffe. Das Erste, was Sie hier sehen, man muss nicht mehr, also ich bin so einer, ich merke mir eh nicht, wo was ist und ich will es mir auch gar nicht merken, aber ich weiß, was ich will. Deswegen schreibe ich einfach rein, ich will jetzt die Info haben und dann kriege ich halt alles, was mit Info zu tun hat. Und hier habe ich dann zum Beispiel auch über Enterprise Architect. Und wir haben hier die Version 14.1. Für die, die schon länger Enterprise Architect benutzen oder aktuellen Stand wissen, Enterprise Architect, in der Regel haben wir eine Hauptversion pro Jahr. Das letzte Mal hat es eine Spur länger gedauert, weil wir recht viele Erweiterungen hatten. Aber in der Regel einmal im Jahr. Das heißt, eine Version 15 wird heuer wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir so die letzten 20 Jahre anschaue, das kann sich gar nicht ausgehen, aber circa 15 rechne ich heuer. Ich weiß schon, dass die nächste Version die Version 14.5 sein wird. Das bedeutet, es gibt keine massiven Änderungen, aber sehr deutlich viele kleine Verbesserungen. Und deswegen machen wir jetzt auch noch eine Zwischenversion 14.5. Ich rechne damit Ende März, Anfang April. Die Auflösung, ich weiß, ich habe eine relativ hohe Auflösung. Ich werde Ihnen auch zur PowerPoint-Präsentation, werde ich Ihnen auch dieses Modell dazu geben, damit Sie dann selber durchklicken können. Viele haben mich auch schon gefragt, was heißt denn dieses rote Häkchen? Das ist eine alte Funktion mit Steuerung, na,
kann ich diese Funktion markieren, einfach ein bestimmte Dinge herausheben. Was auch noch neu ist, gibt es noch ein bisschen länger, sind diese Checklisten. Ja, das heißt, im Enterprise Architect gibt es halt einfach so einfache Checklisten, wo ich sagen kann, ja, es ist erledigt. Und das hilft natürlich auch im Rahmen des Modells, wenn ich mir so ein bisschen Merkliste setzen will. Und wenn es dann ganz fertig ist, gibt es einen ganzen grünen Haken. Also das sind zum Beispiel so kleine produktive Helferlines, die haben mit dem Modellierungsstandard gar nichts zu tun. Das sind einfach Common Elements, die Enterprise Architect zur Verfügung stellt, um Dinge einfach pragmatisch und einfach machen zu lassen. Was eigentlich, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, ja, was muss ich denn alles einstellen, damit das Ding nicht so viel kann? Ja? Also ich habe als Beispiel, wenn ich hier die Toolbox aufmache, schon sehr mächtig. Ja? Jetzt habe ich schon gesagt, das ist eine hohe Auflösung, das geht sich nicht mal aus. Da sind ganz schön viele Modellierungssprachen aktiv, ein bisschen pervers, SysML 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 gleichzeitig. Ja? Oder BPMN 1.1, 1.2.0 gleichzeitig. Das ist völlig idiotisch. In Wirklichkeit, man einigt sich ja im Modellieren auf, wir machen alles mit BPMN 2.0. Dann brauche ich aber kein BPMN 1.1 oder 2.0 oder was auch immer mehr. Also auch Sie sehen, die verschiedenen Versionen der verschiedenen Modelle sind standardmäßig im Enterprise Architect aktiv. Und das sollte man eigentlich als allererstes tun, dass man sagt, okay, von den Technologien, also gehe ich auf Specialize. Es gibt übrigens auch eine deutsche Benutzeroberfläche, vielleicht ein großes Geheimnis, auf sparksystems.de. Wenn Sie sich registrieren, können Sie auch die deutsche Version von Enterprise Architect runterladen. Speziell, also Entwickler, glaube ich, haben gerne immer Englisch, aber für Nicht-Entwickler empfehlenswert. Gibt es auch in der deutschen Version. Gibt es auch Französisch, Chinesisch, Japanisch, Spanisch, wird im deutschsprachigen Sprachraum nicht so häufig genutzt werden. Aber Sie sehen, wenn ich hier diese MDG Technologies aktiviere, dass hier tatsächlich alles aktiv ist. Ja? Und in Wirklichkeit kann ich jetzt sagen, okay, was interessiert mich eigentlich? Datenbankmodellierung, Core Extensions, das sind Erweiterungen, die halt von Sparks für tatsächlich auch für UML gemacht wurden, wie Requirements, Maintenance, Analysis und so weiter. Oder auch dieser MDG-Builder, mit dem ich eigene Technologien bauen kann, wird nicht jeder Modellierer brauchen, also kann man sie aber deaktivieren. Ja? Oder geografisches Modellieren. Ich meine, schön, dass es da ist, brauchen aber nur diejenigen, die auch wirklich geografisch modellieren wollen. Oder hier das, was ich am wenigsten verstehe, also Archetype mache ich nicht, aber Archimate, wenn, dann machen wir die neueste Version. Was sehr hübsch ist, es gibt auch mittlerweile sogenannte Business of Knowledge, das heißt für Business-Analysten. Business Analyst Book of Knowledge gibt es Referenzbücher und Enterprise Architect bzw. Sparks hat sich die Mühe gemacht, dieses Book of Knowledge, das ist von einem International Institute of Business Analysis herausgegeben, hat das implementiert. Ich zeige Ihnen nachher, was das für Vorteile hat, wenn Sie versuchen, nach diesem Leitfaden vorzugehen. Das heißt, dann müssen Sie nicht unbedingt eine Methode erfinden, Sie können sich an dem Leitfaden orientieren und das Gleiche gibt es auch für BitSpock, also für Business Architecture, glaube ich. Nein, ja, Business Architecture. Also das hier ist Business Analysis, das Business Architecture, wo einfach bestimmte Standards methodologisch auch vorgegeben sind. Aber auch hier, ja, wer muss Businessprozesse kann man simulieren, ist dabei, kann man aber auch deaktivieren und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich der allererste Schritt, wenn Sie zu modellieren beginnen, zu sagen, was will ich nicht? Ja? Und dann, wie gesagt, kann man darüber diskutieren, warum das nicht schon voreingestellt ist. Aber da geht es auch darum zu zeigen, hey, standardmäßig gibt es mal alles. Entscheide dich, was du wirklich haben willst. Oder auch diese ganzen Projektmanagementfunktionen, Refunktionen, DOGAV, MODAV und so weiter. Ja, jetzt habe ich ein paar Sachen deaktiviert. Das geht auch ohne, dass man Enterprise Architect neu startet. Und jetzt hat sich die Toolbox zumindest schon mal ein wenig reduziert. Ich mache es mal genau umgekehrt. Ich schalte mal alles aus. Dann sieht man es deutlicher. Also wir wollen nichts außer UML zum Beispiel und BPMN. So, dann habe ich in der Toolbox natürlich auch gleich ein kürzeres Profil. Also ich habe hier die UML und die BPMN-Diagramme zur Verfügung und das ist natürlich schon ein viel leichtgewichtigeres Interface, als wenn ich alles aktiv habe. Zusätzlich zu diesen MDG-Technologies gibt es auch neue, das sind die sogenannten Perspektiven. Perspektive. Und diesen Perspektiven wird das auch gemacht. Ja? Das heißt, ich kann sagen, ich möchte eigentlich Mindmapping betreiben. Ups, da ist mir gerade jemand neuer mit Mindmapping betreiben. Dann schaltet sich die gesamte Oberfläche auf eine Mindmapping-Perspektive um. Jetzt habe ich die Mindmapping-Technologie ausgeschaltet, deswegen sehe ich jetzt gar nichts mehr. Also so kann man sich auch selber raustricksen.
wenn man dann Funktionen versucht zu verwenden, die gar nicht aktiv sind. Und dann, wenn ich die Mindmap-Perspektive habe, dann sehe ich auch nur die Basic Mindmaps und ich sehe auch hier das Mindmapping-Profil. Das heißt, ich habe hier eine gute Möglichkeit oder mehrere Ebenen von Möglichkeiten, Enterprise Architect tatsächlich auf das zu reduzieren, Reduce to the Max ist ein schöner Ausdruck, glaube ich, auf das zu reduzieren, was tatsächlich ich an Benutzeroberfläche haben möchte. So, wir werden jetzt wieder alle Perspektiven aktivieren. Und alle Perspektiven heißt, ich habe hier Model Patterns für fast alle Sprachen. So, kurz wieder alle stumm schalten. Wir haben alle Patterns für alle Sprachen jetzt aktiv. Dann habe ich auch hier entsprechende Suchfunktionen. Aber das ist so der Grundzugang, dass man sagt, okay, reduziere den Enterprise Architect auf das, was du brauchst. Ja. Und natürlich kann ich auch die Benutzeroberfläche, gibt es zwei, das verwirrt vielleicht manchmal auch. Es gibt die tatsächlich modellspezifischen Eigenschaften oder es gibt wie heißt es, oder die benutzerbezogenen Eigenschaften. Und das ist eben auch ein wichtiger Unterschied. Ja. Das heißt, benutzerbezogen werden so diese Preferences zum Beispiel, wo ich sagen kann, welche Engine möchte ich benutzen, welcher User bin ich denn gerade, welches Thema möchte ich benutzen, also rein vom Look and Feel, wie soll das Ding ausschauen, wie schaut es im Bereich Source Code Engineering aus, welche Sprachen will ich überhaupt benutzen. Das sind benutzerspezifische Einstellungen. Und es gibt halt auch welche, die modellspezifisch sind. Ja. Gut. Diese Dinge, das ERBX habe ich kurz erwähnt. Das wollte ich nur kurz auch ansprechen. Dann Statusfarben. Ja, was auch wichtig ist, Enterprise Architect hat sein Benutzerverhalten, also für die, die es schon kennen, eine Spur verändert. Es gibt nicht mehr diese Dialoge. Ja. Das ist eine der Vorgaben einer Standardisierung für Benutzerführung, Best Practices, dass ich sage, okay, wenn ich ein neues Element anlege, dann poppt jetzt hier kein Dialog mehr auf, sondern man geht davon aus, dass die Benutzer viel interaktiver sind, also nicht mehr sofort alle richtigen Einstellungen treffen wollen, sondern es gibt jetzt hier einen erweiterten Element Properties Dialog, wo ich dann die Eigenschaften verändern kann, für Mindmapping irgendwelche Templates zum Beispiel. Das gleiche gilt auch für Konnektoren. Wenn ich ihn erwische, dann habe ich die Eigenschaften für den Konnektor. Oder auch so eigene Connector Nodes. Ich kann auch den Source und Target definieren. Das heißt, ich habe hier nicht mehr zwangsläufig einen Dialog. Das ist wie gesagt eine Änderung. Früher gab es halt diesen Dialog, den gibt es schon noch gut versteckt. Mit Doppelklick kann man den erreichen. Aber das Standardverhalten oder das, was man sich von modernen Benutzeroberflächen erwartet, ist, dass es einfach freifliegend ist und man mehr Freiraum diesbezüglich hat. Ja. Ich kann das auch natürlich wieder entfernen. Und wollte ich hier nur als neue Eigenschaft zeigen, dass hier diese Diagramm-Properties zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, um Modellieren richtig zu betreiben, muss ich mir überlegen, was lasse ich weg und womit möchte ich wirklich arbeiten. Gut, ich werde diese Reise noch ein bisschen fortsetzen. Es geht jetzt über das Modellieren aber richtig ein bisschen hinaus. Das, was ich noch sagen wollte, dieses Modellieren aber richtig gibt es auch als White Paper. Das zeige ich Ihnen auch noch, wo Sie das finden. Einfach googeln, ja. Modellieren, aber richtig. Einfach im Internet eingeben. Das wurde auch über die WEKA Fachmedien publiziert. Und wir haben das aber natürlich auch als White Paper. Da gibt es Teil 1 und Teil 2. Also Sie sehen hier Teil 1 und hier Teil 2 zum Beispiel. Gibt es auch entsprechend als White Paper, wo Sie entsprechend nachlesen können, wie diese Referenzmodelle funktionieren, wie man Metamodelliert. Auch dieses Diagramm ist nochmal genau beschrieben, was da die Ansätze dazu sind. Also das heißt, das, was Sie heute gesehen haben, können Sie auch gerne danach in dem White Paper entsprechend nachlesen. Vielleicht machen wir das so, wer anfragt für die Präsentation, bekommt diese vier Unterlagen, das PowerPoint, die zwei White Papers. Ich hoffe, es geht sich in einem Mail aus, das werden wir dann sehen. Und auch das Modell. Gut. Der nächste Schritt ist, was auch eine sehr spannende Funktion ist, dass man in Enterprise Architect, wir sind sehr rückwärtskompatibel. Ja, das heißt, das Datenmodell ist seit der Version 4.5 de facto unverändert.
Ich möchte eigentlich 4.5 nicht mehr aufmachen, aber Sie könnten das Modell, das Sie heute erzeugt haben, auch mit Enterprise Architect 4.5 öffnen. Wichtig ist oder interessant ist, dass man auch sagen kann, nein, das möchte ich eben nicht. Ich möchte, dass meine Benutzer auf eine bestimmte Version unter Anführungszeichen gezwungen werden. Wenn Sie mit meinem Modell arbeiten, dann müssen Sie mit der Version 14.1 arbeiten. Das ist deswegen hilfreich, weil man zum Beispiel neue Funktionen benutzt, zum Beispiel diese Checklistbox, die gibt es erst seit der Version 13. Und wenn ich jetzt Version 12 habe, dann habe ich hier eine runde, schön, ein eckiges Kästchen, aber ich kann diese Häkchen nicht setzen. Oder ich habe meine eigene Technologie, wir haben das zum Beispiel gemacht, SysMod setzt auf SysML 1.5 auf. SysML 1.5 gibt es erst seit der Version 14, also kann ich sagen, für dieses Modell, für dieses Projekt, und das sind jetzt nicht benutzerbezogene Eigenschaften, sondern modellbezogene Eigenschaften, setze ich voraus, dass die Version 14.1 verwendet wird. Das ist nur eine wichtige Randbemerkung. Das gleiche ist auch mit diesen Cloud-Eigenschaften. Enterprise Architect hat eben nicht mehr nur Enterprise Architect, das Modellierungswerkzeug, sondern auch neue Wege, die Modelle zu publizieren. Und das kann ich hier entsprechend definieren und einstellen. Und das ist modellbezogen. Das heißt, dieses Minimum Required ist eine ganz wichtige Funktion. Wie schaut das dann zum Beispiel aus? Also ich springe da mal ganz kurz drüber, weil wie schaut denn das im Web zum Beispiel aus? Die Localhost ist nicht vorhanden, na, dann nehmen wir halt einen anderen Server. Ich nehme jetzt einfach ein Forschungsprojekt, das wir derzeit haben, gemeinsam mit deutschen Unternehmen und finnischen Unternehmen, wo wir tatsächlich kollaborativ zusammenarbeiten. Das heißt, alle haben de facto Zugriff auf das Modell. Also okay, sollte ich nochmal, sogar zu blöd, meine URL zu merken. Compact Spark Systems EU. Okay, Datenschutzfehler, macht nichts. Zertifikate sind das große, mir der große Feind der Modellierung. Wir haben hier ein IoT-Projekt, das so schaut der Web.EE zum Beispiel aus. Ich logge mich hier an. Mittlerweile geht das auch mit Single Sign-On über Active Directory. Also das ist Enterprise Architect 14.1 erlaubt es, dass wir auch Single Sign-On haben und auch im Web sich mit Active Directory oder mit OpenID anmelden kann. Und hier haben wir zum Beispiel ein Requirements-Modell oder wir nehmen hier als Beispiel das IoT-Modell. Und die können halt auch entsprechend durch diese Modelle mit Web.EE navigieren. Ich nehme vielleicht hier da. So, wie schaut zum Beispiel das IoT-Modell aus? So ein Cyber-Security-Modell, das halt im Browser dann auch zur Verfügung steht. Und wenn ich es aktiviert habe, kann ich auch darüber diskutieren. Wir haben hier Discussion zum Beispiel. Da kann ich auch über diese Dinge diskutieren, auch über die Web-Oberfläche. Und da ich als Bitte lieber registriert bin, wäre das Kommentar auch dann von mir. Please adapt. Das wird dann ganz sicher zurückfragen vom Herrn Ruschka. Und dann habe ich hier auch eine Möglichkeit, im Web zu navigieren und zu kommentieren. Im Gegensatz zu automatisch generierten Modellen. Das heißt, die neue Art der Zusammenarbeit, das heißt, der Modellierer hat die gesamte Macht und ich habe die Möglichkeit, mit Web.EA als die einfachste Form zu kollaborieren. Web.EA ist Teil vom ProCloud Server und kostet eigentlich gar nichts, ist kostenfrei. Der ProCloud Server kostet halt Geld. Es gibt dann noch eine dritte Möglichkeit, die heißt ProLaborate, wird ein eigenes Webinar werden, allein über die Interaktionsmöglichkeiten im Businessbereich zu sprechen. Was für Möglichkeiten habe ich dann noch? Was kann ich einem User noch anbieten? Ich habe so Funktionen, die nennen sich Model Patterns, Guidance, Templates. Wie schaut das aus? Ich habe dieser Modellwizard, bevor ich, man kann diese nicht nur nehmen, die es gibt, sondern man kann sich auch eigene gestalten. Wir haben hier in dem Beispiel, ich bin jetzt auf einem falschen Rechner, deswegen sehe ich hier nicht alle, die wir zur Verfügung stellen, aber diese Model Guidance können auch von Ihnen sein. Und Sie sagen, in unserem Unternehmen beschreibe ich, wie wir mit Hierarchien und Zusammenhängen arbeiten wollen. Dann stellen Sie hier diese Model Patterns zur Verfügung, die in Ihrem Unternehmen die Anleitung für die nu richtige Nutzung sind. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in diesem Try-It-Bereich ein neues Model Pattern verwendet, zum Beispiel diese Zwei-Level-Hierarchie, dann können Sie dieses Pattern automatisch importieren. Und er erzeugt mir genau das, was bei dem beschrieben ist, alle Elemente dazu,
in den Hierarchien dazu, in den Abhängigkeiten dazu. Und genau das könnte auch von Ihnen sein. Also auch das gehört zu diesem Model irgendwann richtig, dass wenn Sie sagen, okay, wir wollen, dass alle unsere Modelle gleichartig strukturiert und aufgebaut sind, dann definieren Sie genau diese Hierarchie und stellen Sie als Model Pattern zur Verfügung. Also das ist eine Variante. Was es auch gibt, ist sogenannte Guidance, Process Guidance. Das ist auch etwas Nettes. Zum Beispiel haben wir das gemacht, um Ihnen zu erklären, wie installiert man eigentlich einen ProCloud-Server? Oder wie muss ich vorgehen, um den KeyStore-Server richtig zu definieren? Oder wie mache ich eigene Metamodellregeln? Und auch immer hier Schritt-für-Schritt-Anleitungen samt Checklisten. Und genau solche Model Guidance können Sie auch machen. Oder wie setze ich auf MariaDatenbank? Oder wie migriere ich meine existierenden Repositories zu einem Cloud-Based Repository? Und diese Process Guidance ist auch ein Hilfsmittel, das Sie benutzen können, um sicherzustellen, dass in Ihrem Unternehmen Ihre Methodik, die Sie sich auch vorgenommen haben, auch umgesetzt wird. Und wir können jetzt zum Beispiel wie migriere ich zu oder wie konfiguriere ich Windows Authentication? Wir nehmen einfach mal das als Beispiel und ich sage, okay, erzeuge mir diese Guidance und dann kann ich hier sagen, okay, wie migriere ich zu einem Cloud Repository und bekomme genau dieses Transferieren eines FIRP-Files, mache ein neues, transformiere es, bla bla bla. Und die sagten, ja, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Und ich bekomme so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und genau das könnten Sie für Ihre eigene Methodik auch nutzen. Und dann gibt es eine Guidance, die Ihren Entwicklern, Ihren Mitarbeitern, Ihren Businessleuten einfach hilft, mit den Modellen umzugehen und auch alles in der richtigen Reihenfolge und richtig zu machen. Das heißt, EA mit EA auch als Guidance-System zu verwenden. So, das ist, was meiner Meinung nach sehr praktisch ist. Das heißt, Model Pattern ist ein gutes Hilfsmittel. Diese Guidance und natürlich Templates, damit meine ich Dokumententemplates, weil es ist ja nett, dass Enterprise Architect schon ein paar Beispiele zur Verfügung stellt für Dokumentation, ja, dass ich als HTML oder als Joomla-Artikel oder als PDF, RTF oder Word-Dokument das generieren kann. Da gibt es, ich habe es noch nie gezählt eigentlich, da gibt es ein paar systeminterne Templates. Und Sie können natürlich Ihre eigenen machen. Und ich glaube, die Systeminterne sind zwar nett, damit kann man die Leute unglaublich beeindrucken. Also der schnellste Quick Win mit Enterprise Architect ist, ja, mache es nett. Und damit sage ich, okay, mache einen Model Report für das Ganze und ich bekomme automatisch 30, 40 Seiten, die das beschreiben, was ich da eigentlich gerade so quick and dirty modelliert habe. Aber besser ist es vielleicht hier, eigene Templates zu definieren, basierend auf existierenden. Und auch da ist Enterprise Architect sehr, sehr stark und mächtig, eigene Regeln zu definieren, vielleicht auch automatisch für die verschiedenen Sprachen ihre Sprachanpassungen zu haben, damit sie es auch auf Deutsch generieren können. Das ist etwas, was sehr, sehr mächtig ist, hier eigene Templates zu machen. Bis hin zu eigenen Modellierungstemplates. Was neu hier, neu in Enterprise Architect 14.1 im Vergleich zu 14.0 ist, dass halt die ganzen Model Wizards, da haben wir bei der Version 14.0 ein bisschen geschummelt, je weiter man runtergegangen ist, mal schauen, ob das wirklich wahr ist, je weiter man runtergegangen ist bei den Model Patterns, desto wahrscheinlicher war es, dass man es auf eins trifft, das to be done hatte. In Version 14.1 ist mittlerweile tatsächlich ein vollständiges, sind alle Model Patterns auch zur Verfügung gestellt. Wir reden von hier ein paar hundert Model Patterns und das ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig, dass es jetzt vollständig ist. Das ist der Grund, warum ich das hier als besonders erwähnt habe. Die Perspektiven habe ich schon ganz kurz gezeigt. Was man auch machen kann, ist natürlich die komplette Oberfläche vereinfachen. Also ich bin an und für sich ein großer Freund, dass man es so wenig wie möglich verändert. Aber wenn Sie sagen, meine User können, also Publish vielleicht schon, aber meine User können mit diesem ganzen Kanban-Zeug und Ressourcen und Gantt und so weiter gar nichts anfangen, dann kann ich natürlich auch diesen Ribbon weglassen. Ja, das heißt, ich kann meine Benutzeroberfläche komplett verändern. Ja, das heißt, ich kann hier sagen, okay, ich verändere die Perspektive und sage hier, ich will eigentlich, also das sind die Perspektiven, Entschuldigung, das ist das, was da oben ist. Ich will aber ein eigenes Ribbon-Set haben. Manage. Ja, da müsste man jetzt finden, wo das ist. Fullscreen-Preference. Minimize ist auch nett, aber Fullscreen, vielleicht ist es da versteckt.
So, jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. Ja, finde ich jetzt mal gut nicht. Da gibt mir jemand gerade einen Tipp, das ist nett. Unter Workspace. Naja, dann nehme ich diesen Tipp natürlich gerne an. Workspace, wenn man nicht weiß, was ist, dann kann man hier diesen Workspace gestalten. Danke. Und das ist unter Start versteckt, habe ich jetzt auch gerade noch dazu erfahren. Ja, da gibt es hier Workspace. Und hier in diesem Workspace, vielen Dank an das. Da kann ich hier definieren, wie ich meinen Workspace gestalten möchte. Und hier kann ich auch meine Ribbons definieren, eigenes Ribbon-Set daraus machen und sage, okay, das ist Peters Ribbon. Und hier kann ich sagen, bei Peters Ribbon, ich will eigentlich das Thema Construct, Simulate, Code, das überfordert mich, Execute und konfigurieren dürfen Sie eigentlich auch nichts. Und dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt mein Ribbon-Set, ich übernehme das mal. Und dann hat sich auch mein komplettes Ribbon hier oben verändert. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit, um Komplexität aus dem System rauszunehmen. Wenn Sie ganz, es gibt Kunden, die tatsächlich auch einzelne Menüpunkte rausnehmen, ist natürlich auch möglich. Und es gibt welche, die würden gern Toolbars haben. Ich verrate es jetzt nicht, wo die sind. Auch die könnte man wieder aktivieren, dass man quasi diesen alten Look and Feel wieder hat. Also ich habe hier dann auch mein Ribbon Set und kann natürlich auch wieder zurückschalten, dass ich alle bekomme. Ist meiner Meinung nach auch durchaus hilfreich. Und diese Einstellungen, die Preferences, die projektbezogenen sowieso, aber die benutzerbezogenen, kann ich auch sehr leicht wiederverwenden. Die werden üblicherweise in der Registry gespeichert. Wir bieten als Service an, dass wir Ihnen so das paketiert machen als MSI, damit Sie automatisch in Ihre Benutzer das ausrollen können. Keine Ahnung, einen halben Tag dauert der Aufwand zu sagen, okay, ich will das standardmäßig als Paket haben, dass die Konfiguration für unsere Benutzer so und so eingestellt ist. Also das heißt, wir haben hier eine ganz nette Möglichkeit, einerseits die Perspektiven, andererseits die Ribbons und neu ist, wie gesagt, dass Sie halt auch diesen Model Wizard haben, um diese Perspektiven in Abhängigkeit der Perspektiven auswählbar zu haben. Gut. Zum Thema Produktivität, es ist ja nicht der Schwerpunkt, wie verwende ich Enterprise Architect, sondern ein bisschen auch, was kann ich verwenden, um anzupassen. Was sehr interessant ist, dass Enterprise Architect, wir werden heute auch nicht MDG Technology, da gab es einen eigenen Workshop, aber ich kann diese MDG, diese Quick-Linker, sind heutzutage auch sehr einfach konfigurierbar. Ja, zum Beispiel habe ich hier eine Funktion, die heißt Filter to Toolbox. Das heißt, er zeigt mir jetzt nur alles an, was auch tatsächlich in der Toolbox vorhanden ist. Wenn ich das deaktiviere, kann ich alles, was erlaubt ist, in dem Fall ist es nicht sehr spannend, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Fall haben wir tatsächlich, nehmen wir mal Use Case als Beispiel, wenn ich einen Aktor nehme, dieser Aktor, der kann ja mit allen möglichen Elementen verknüpft werden und hier habe ich zum Beispiel alles, ja? Und wenn ich sage Filter to Toolbox und ich bin hier auf Mindmapping Toolbox, dann zeigt er mir nur das an, was jetzt in dem Fall auch sinnvolle Quicklinker sind in der Kombination. Also das ist auch eine Methode, wie man sich helfen kann. Und was auch wichtig seit der Version 14 ist, die sind diese Quicklinker nicht mehr händisch definiert, also das war früher einfach textuell beschrieben, sondern in Abhängigkeit vom Metamodell, das dahinter liegt. Das heißt, wenn Sie Ihr eigenes UML-Profil definiert haben, dann werden diese Quicklinker intelligenter geladen, als das früher der Fall war, in Abhängigkeit von Ihrem Metamodell. Das heißt, Sie können dann definieren, was Sie zulassen wollen, diesen Quicklinkern, auf eine sehr einfache Art und Weise. Die Element Properties habe ich schon erwähnt, dass das jetzt quasi so Floating-Elemente sind. Auch da, manche Sachen sind halt schon ein bisschen dialogartig aus und da muss man dann auch safe sagen. Ein gutes Beispiel ist auch diese Legende. Ich habe vorher versucht zu sagen, was ist jetzt wichtig in Enterprise Architect 14 und habe gesagt, okay, Legende, das mache ich jetzt. Und da gibt es zum Beispiel hier Apply Autocolor und hier gibt es dann auch noch so einen Safe-Dialog. Und dummerweise völlig sinnlos, weil ich habe alles als wichtig erklärt. Also dementsprechend ist jetzt alles rot. Man muss dann natürlich Klassifikationen machen, damit das auch sinnvolle Legenden sind. Aber als Beispiel, dass hier quasi auch dieses Floating funktioniert. Ich brauche dafür keinen Dialog mehr, sondern es ist eben interaktiver. Damit man nicht wahnsinnig will, weil er ständig alles aktualisiert, gibt es, wenn man mehrere Sachen auf einmal setzt, auch manchmal noch diese Safe-Funktionalität. Aber es ist eben im Bereich der Element-Properties abgebildet. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Das Gleiche ist auch, wenn ich aufs Diagramm gehe, habe ich hier natürlich die Diagramm-Properties. Gehe ich auf einen Connector, habe ich die Connector-Properties. Es ist sehr interaktiv, was diese Thematik betrifft.
Und was hier natürlich immer sehr, ich habe sie auf Handdrawn umgestellt, damit alles auch ein bisschen so, wie wenn ich es auf einem Whiteboard gemacht hätte, dargestellt ist, dann gibt es halt die Funktion auf Diagrammebene. Also auch da brauche ich jetzt keinen Dialog, um Eigenschaften entsprechend umzuschalten. Gut, es gibt also weniger Pop-ups, es gibt halt mehr Ribbon in Wirklichkeit. Was auch wichtig zu wissen ist, für manche ein bisschen schwierig, weil früher waren halt die rechte Maus das Menü noch viel mächtiger. Und es sind halt ein paar Sachen, die halt weniger häufig benutzt werden, ins Menü gewandert. Also manche Sachen sind tatsächlich nur noch über das Hauptmenü erreichbar. An das muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber letztendlich glaube ich, dass es die Produktivität overall gesteigert hat. Was auch ganz nett ist, es gibt so ein paar Produktivitätsfunktionen, wie zum Beispiel, dass man hier den Line-Style automatisch auf alle Konnektoren im Diagramm beziehen kann. Das heißt, ich kann so dieser Stil, den hätte ich gerne jetzt für alle Konnektoren des gleichen Typs, ist eine Variante, mit der man sehr schnell auch den Line-Style, also sprich in dem Fall Bezier, auf alle Konnektoren entsprechend beziehen lassen kann. Was auch noch wichtig, Smart Replacement. Ah, Smart Placement. Ja, ein stark gewünschtes Feature war früher auch immer, wenn wir schon vorher über zeichnermalen Formen gesprochen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Dinge ausrichte, ich hoffe, das sieht man auch im Webex, dann bekommt man hier so eine blaue Linie. Also wenn ich das jetzt hier ausrichten will, dann kriege ich so eine blaue Linie oder sie kommt so mittig. Dann hilft mir das natürlich sehr, bevor ich jetzt da oben über das Menü gehen muss, alles nach rechts ausrichten, mehrere Dinge markieren. Ich kann eigentlich relativ schnell diese Systeme ausrichten. Ja, nach oben, unten, mittig, rechts, links, einfach durch diese Smart Placement Funktion. Ja, das heißt, ich brauche da nicht so großartig drüber nachdenken, wie ich das jetzt ausrichte. Es ist einfach so eine Smart Placement Funktion entsprechend vorhanden. Das sollte ja auch beim Diagramme erzeugen sehr hilfreich sein. Was auch noch ganz stark dazu gekommen ist, das gibt es natürlich auch schon länger, aber wenn ich jetzt ein Diagramm habe und so Ad-Hoc-Auswertungen betreiben möchte, löschen wir das mal weg, entfernen. Nicht meine Tastatur, da finde ich nichts. Ich nehme zum Beispiel, egal, ich nehme hier mein Overview als Element. Achso, das war ein Diagramm. Ich nehme hier mein Main Topic als Element hier rein, egal ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, und sage, okay, ich möchte jetzt ad hoc ein Diagramm erzeugen, dann gibt es ja halt dieses Insert-Related Element. Und ich kann sagen, wie viele Ebenen ich automatisch hinzufügen möchte. Und machen wir mal zwei, damit es nicht zu so viel wird. Und dann geht natürlich auch die Möglichkeit, hat man auch die Möglichkeit, automatische Layoutierung zu haben. Und der generiert mir einfach die Diagramme ad hoc. Ist auch gibt schon länger, aber ich wollte es an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man nicht jedes Mal die Diagramme wieder erzeugen muss. Also ganz als praktische Geschichte. Was auch kaum einer kennt, sind bei dieser Layout-Funktion gibt es hier so Helpers. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es ist natürlich hilfreich, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte es eigentlich nur horizontal oder vertikal schieben. Wenn ich jetzt hier anfange, dann kann ich nicht links, rechts, ich meine, das müssen wir jetzt glauben, ich kann hier nicht links, rechts, die einfach so Hilfslinien sind. Und wenn ich sage, ich fange links, rechts, dann kann ich da oben, unten. Das sind das so Hilfsmittel, mit denen man halt sich auch in der Layoutierung sehr gut hilft. Und da ist vielleicht das größte Geheimnis, wenn man hier eine, das sieht man nur grau, Reorder Messaging. Das ist das wichtigste Feature für State Machines. Ja. Da gibt es einige, die ziemlich verzweifeln, dass wenn man mal die Sequenzen begonnen hat und dann hin und her schiebt, diese Helpers sind ein guter Geheimtipp, auch ein altes Feature, aber erwähne ich gern immer wieder, das ist, wenn man gerade Sequenzen hat oder bestimmte Funktionen haben will, ein unglaublich praktisches Feature. Ich glaube, hier ist auch das Feature mit Präsentationsmodus, dass man nicht unabsichtlich was verschiebt. Also wie gesagt, wichtig diese Smart Placement und diese Flexibilität in diesen Navigationselementen. Was auch sehr nett ist, auch gibt es auch schon eine Spur länger, aber erst seit Version 13, finde ich aber sehr praktisch, ist diese automatische Filterfunktion, wo ich sage, okay, ich möchte nur die Beziehungen sehen. Und je nachdem, was Sie anklicken, sehen Sie dann die Elemente, die mit diesem Element verknüpft sind. Was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, dass diese Filter ja auch gespeichert werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Diagramm in diesem Zustand speichere, dann wird es auch in der Webrepräsentation genauso, nämlich mit ausgegrauten Elementen, angezeigt.
Das heißt, man kann hier verschiedene Filterfunktionen haben, mit denen man ein Diagramm einfach vielleicht öfters benutzt, aber mit verschiedenen Aspekten herauszeichnet. Und diese Filter können ja die, machen wir dieses Filter, da gibt es ja auch ein eigenes Element, eigene Pane. Ich kann auch da sagen, okay, zeig nur den Aspekt, dann sind alle anderen Aspekte weg. Ja, das ist dann ein bisschen Magie, wenn man da so rumklickt. Ja. Oder nicht Magie, ich weiß ja nicht. Da wird man halt sehr genau geführt auf das, was man kann sich sehr gut konzentrieren, auch in einem sehr großen Diagramm hier mit Filtern zu interagieren. Und die müssen ja nicht so langweilig sein wie geh auf die Relation, sondern die können auch tatsächlich so interessant sein wie gehe zum Beispiel auf Name Alias und ich fange an zu schreiben, enhanced, und dann sehe ich halt alles, was mit EN zu tun hat, in den Namen des Elements. Also ich tue mir dann sehr leicht, besonders bei großen Diagrammen, sehr gut zu navigieren. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, diese Filter, wie soll ich sagen, was auch immer Sie wollen, machen wir mal Petersfilter. Wie gesagt, Sie kriegen ja das Modell nachher, dann steht der Beta-Filter auch drinnen. Dann haben Sie die Möglichkeit, auf Element, Connector oder Tagged Value zu gehen und tatsächlich alle Attribute, die zur Verfügung stehen, mit Werten, Wertebereiche und so weiter, auch mit diesen Ad-Hoc-Filtern auszustatten. Und dann sage ich, okay, ich nehme halt den Filter, ist jetzt in dem Fall nicht so kreativ. Schauen wir mal, ob wir da noch, der Peters-Filter ist ja auf Modellebene. Ah, speichern hätte ich natürlich sollen, habe ich jetzt nicht getan. Dann haben Sie diesen Filter auch persistent als Teil des Modells. Oder Sie bleiben bei diesen Spontanfiltern, dass Sie sagen, okay, Relationships zum Beispiel zeigen mir alle Elemente, die eine Beziehung zu mir haben. Also das halte ich auch für ein sehr praktisches, eine sehr praktische Funktion, vor allem auch in der Kommunikation und Interaktion mit anderen Parteien sozusagen. Also Filterfunktion. Helper haben wir auch ganz kurz gesprochen. Was auch noch eine Kleinigkeit ist, Kleinigkeit eigentlich gar nicht, ja, wenn Sie versuchen, ein Element zu löschen. Ja, also löschen, löschen, entfernen ist jetzt mal nichts Tragisches, weil wenn ich es aus dem Diagramm lösche, machen wir mal, entfernen, ups, aus dem Diagramm gelöscht, ist ja nicht aus dem Modell gelöscht. Ja? Das heißt, ich kann ja hier auch Undo sagen und dann ist wieder da. Also Diagramme gibt es auch Undo-Funktionen. Solange bis ich gespeichert habe, kann ich aber ein Undo betreiben. Schlimmer ist es, weil ich ja als erfahrener alter Hase sage, ja, löschen. Löschen ist bei mir endgültig. Ja. Ich mache mal Steuerung entfernen. Das bedeutet aus dem Modell löschen. Das kann ziemlich fatal sein, weil es werden natürlich alle Beziehungen gelöscht und das kann dann ziemlich mühsam sein, das wiederherzustellen. Und wenn ich es aus dem Modell lösche, lösche ich es physisch aus der Datenbank. Wie gesagt, es gibt einen netten Modellassistenten. Dieser Modellassistent unterstützt zum Beispiel eine Papierkorbfunktion. Da gibt es dann hier einen Root, also einen eigenen Root-Node, der heißt Waste Bin. Und da werden alle Elemente, die hier gelöscht werden, scheinbar endgültig in den Papierkorb verschoben stattdessen. Das heißt, es ist dann Gott sei Dank nicht endgültig weg, aber es verschwindet halt aus dem Kontext meines eigenen Repositories und dort kann ich es dann auch wieder herstellen. Also es ist nicht so dramatisch, wie wenn es jetzt hier wirklich löschen würden. Aber neu ist dieser kleine Schalter hier, da steht Traceability. Das heißt, bevor ich lösche, also ich kann mich jetzt nicht entscheiden, oh gut, nein, ja, nein, ich weiß nicht. Also das ist ja eigentlich ein Österreicher Schalter. Ja, nein, wurscht. Ja, nein, weiß nicht. Drücke ich halt auf Traceability und sehe, Collaboration, wenn ich das lösche, lösche ich eigentlich diese Beziehungen alle mit. Und dann kann ich nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt schlau ist oder nicht. Das heißt, manche verwenden Traceability standardmäßig. Das ist ja genau die Funktion, wo ich von den Elementen immer sehe, die Beziehungen und was sie für Bedeutungen haben. Und da in diesem Löschvorgang werde ich quasi nochmal erinnern, du, wenn du das machst, bist du dir sicher, was du tun willst. Und das ist, glaube ich, durchaus eine nette Erleichterung. Ja, also das ist diese Geschichte mit dem probieren Sie es aus, endgültig löschen, Steuerung entfernen und hoppla. Muss natürlich auch ein Element aktiv sein, Steuerung entfernen, gibt es jetzt zusätzlich die Möglichkeit, weiß nicht. Und weiß nicht, ist Traceability und dann schaue ich mal nochmal nach, bin ich mir sicher, dass ich es löschen will. Was auch ein sehr schwer, also ich glaube sehr unterschätztes Feature ist diese Diskussion, Review, Journalfunktion. Also es gibt sowas wie ein Tagebuch mittlerweile im Enterprise Architect.
Journal heißt das. Dieses Journal, deswegen kann ich es jetzt leider nicht zeigen, geht natürlich nur dann, wenn Sie Benutzerrechte aktiviert haben. Also wenn Sie Benutzer, also Security-Feature aktiv haben, weil ein Journal, das global ist und jeder kann es verändern, macht wenig Sinn. Aber so eine Art Tagebuchfunktion, was muss ich heute noch erledigen, so To-Do-Listen, Checklisten, da ist Enterprise eigentlich relativ Architekt sehr stark. Und für Review und Discussion habe ich ganz kurz vorher schon gezeigt, gibt es eben auch diese Web-Repräsentation, wo ich tatsächlich mit Nutzern, mit Anwendern der Modelle, die eigentlich mit dem Ergebnis arbeiten, interagieren kann. Sie können das auch kommentieren und ich bekomme als Modellierer die Informationen wieder dazu angezeigt. Ja. Die Collaboration mit Cloud Services. Cloud ist, möchte ich vielleicht auch noch ein, wir haben es nur Cloud genannt, weil Gartner gesagt hat, ihr müsst was mit Cloud. In Wirklichkeit ist es ein, Sie können es installieren, wo Sie wollen, Service. Ja. Es ist ein Windows-Service, es lässt sich auch unter Linux installieren, halt mit Wine oder Crossover. Also wir haben auch Red Hat-Installationen mittlerweile oder auch als Spaß habe ich auf Raspberry Pi läuft halt, also das Windows-Service läuft auf Raspberry Pi nicht, aber die Web-Oberfläche schon, weil das ist reines PHP. Mit Source Code wird es auch geliefert. Sie dürfen es verändern, aber Sie dürfen die Veränderungen nicht weiterverkaufen. Aber grundsätzlich haben Sie den Source Code von WebEA. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte da ein anderes Logo hinein haben, ich will da nicht Enterprise Architect stehen haben, sondern ich will da meine Firma-Header haben, dann ist das etwas, was natürlich leicht möglich ist. Ja. Nur so als Randbemerkung. Wird im Source Code geliefert. Und dann, das ist Teil dieser Cloud Services. Das Besondere bei den Cloud Services ist, die gab es eigentlich auch schon lange, die Standard Cloud Services, sprich die Bereitstellung eines Repositories über HTTP, HTTPS, die gibt es schon wirklich sehr lange. Früher haben die geheißen WAN Optimizer, da war es quasi für den lesenden Prozess über die Cloud Services, für Schreiben in die Datenbank. Aber die Standard Cloud Services erlauben Schreiben und Lesen über HTTP, HTTPS. Diese Standard Cloud Services sind kostenfrei. Diese Standard Cloud Services können Sie als registrierter Benutzer im Internet einfach in den registrierten Benutzerbereich einfach runterladen und haben schon den Vorteil, dass das Repository, das Sie benutzen, nicht mehr mit einer, Sie brauchen keinen Datenbanktreiber mehr lokal installieren, sondern nur noch auf dem Server. Und der zweite große Vorteil ist, vor allem wenn Sie zum Beispiel mobil modellieren, dass wenn die Datenverbindung oder die Netzwerkverbindung verloren geht, dann kommt halt eine Warnung, Datenbank ist gerade nicht erreichbar, aber sobald dann eine Netzverbindung da ist, können Sie wieder speichern drücken und es wird stateless gearbeitet, heißt so der Fachbegriff dazu. Die Pro Cloud Services, das sind so quasi die Professional Cloud Services, die haben ein paar nette Erweiterungen. Gehen wir mal auf den Desktop. Die Pro Cloud Services erlauben zum Beispiel, dass die Floating-Lizenzen, also die Verwaltung der Floating, wer auch immer Floating-Lizenzen hat, da haben wir einen eigenen Floating-Server. Dieser Floating-Server ist standardmäßig an einem eigenen Port 7770. Und das ist natürlich unangenehm für die IT, weil sie müssen in der Firewall diesen Port aufmachen. Und die Pro Cloud Services erlauben, dass man über den Port 443 auf diese Cloud Services zugreift. Ja. Das heißt, ich habe den großen Vorteil, dass ich mit HTTPS auch auf meine KeyStore-Service-Funktionen zugreifen kann. Und das, was auch zuständig ist, ich habe natürlich auch hier einerseits diese Ports, 804, 805 sind die Standardports von uns, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es als Erweiterung von Apache beziehungsweise als Erweiterung von Internet Information Server zu installieren. Das heißt, ich kann mich perfekt in die Unternehmens-IT-Architektur integrieren. Und was auch noch ein Feature der Pro-Version ist, also ich habe hier die Pro-Version, das heißt zum Beispiel dieser Datenbankmanager braucht die Pro-Features nicht, aber für diese Firebird oder SQL-Server-Datenbank habe ich die aktiviert. Das bedeutet, wo ist das denn? Edit. Das bedeutet, ich habe OSLC. OSLC ist Open Services for Lifecycle aktiviert. Das bedeutet, ich kann auf das Repository ohne Enterprise Architect über diese REST-Services zugreifen. OSLC ist ein offener Standard und ich kann auf Serverseite Modellelemente anlegen, abfragen, Integrationen nutzen. Dann diese OSLC-Funktionen werden auch von WebEA benutzt. Das heißt, alles, was WebEA kann, können Sie auch. Das heißt, das bietet Ihnen das OSLC, dass Sie auf Serverseite eine Integration mit Enterprise Architect haben und nicht mehr zwangsläufig über die Oberfläche integrieren müssen. Und der dritte Punkt ist Integrations. Das, was
auch existiert, sind Scheduled Tasks. Das ist für Work Breakdown Structure. Das heißt, wenn Sie jede Woche automatisiert eine Grafik im Enterprise Architect, da gibt es auch Grafikfunktionen, Dashboard-Funktionen, dann kann ich auch automatisch jede Woche sagen, okay, wie viele von meinen offenen Anforderungen wurden erledigt, dann rechnet der automatisch die Diagrammfunktionen auch aus. Das ist auch eine Zusatzfunktion, die gibt es aber auch bei den Standard Cloud Service. Aber diese Pro Features, OSLC, Web EA und Integration, ist nur Teil der kommerziellen Lizenz. Aber meiner Meinung nach zahlt sich das schon aus. Was bedeutet jetzt Integrations? Das ist natürlich die magische Frage. Ja, Achtung, es sind keine schönen Dialoge zu sehen hier, aber meiner Meinung nach geht es ja nicht um die Schönheit der Dialoge, sondern um die Fähigkeiten. Und das, was wir hier zum Beispiel anbieten, sind Integrationen in eine große Anzahl meiner Meinung nach von Datenprovidern. Da gibt es HP, HLM, Autodesk, Baxilla, Confluence-Integration, Dropbox, okay, ja, Dropbox ist jetzt wahrscheinlich die einfachste Form der Integration im File, ja, ich kann ein File integrieren. Dann Enterprise Architect mit Enterprise Architect, das finde ich schon sehr charmant, dass ich sage, okay, in einem Enterprise Architect Repository verwalte ich die Requirements, in einem anderen habe ich meine Klassen, aber ich möchte eine Beziehung herstellen über die Grenzen von Repositories. Und das ist etwas, was hier mit Enterprise Architect, Enterprise Architect möglich ist. Dann die ganze Jazz-Plattform von den Unaussprechlichen ist integrierfähig. Ja? Das heißt, wir können auf einen Türöffner, auf eine Türe zugreifen, also auf Doors, ich gebe es ja schon zu. Auf Doors NG können wir zugreifen, weil die auch entsprechende OSLC-Interfaces haben, über diese Integration Technology. Jira, sehr gefragte Funktionen, wo Requirements sehr oft oder Issues verwaltet werden. Jira zu integrieren mit Enterprise Architect ist über diese Pro-Version möglich. ServiceNow, vor allem wenn Sie Enterprise Architecture betreiben. SharePoint, Team Foundation Server und Rig ist halt im deutschsprachigen Raum, habe ich es fast noch nie gesehen, aber ist auch unterstützt. Wenn Ihnen das nicht genügt, es gibt noch viele, viele andere. Im Moment ist das, was standardmäßig zur Verfügung gestellt wird, es sind auch nicht alle Attribute, alle Funktionen. Wenn Sie da mehr wissen wollen, welche Felder und welche Filter und so weiter, ich schicke Ihnen gerne die README von diesen Integrations zu, was der aktuelle Zustand ist. Wir arbeiten da ständig dran. Das ist aber jetzt eher die Datenintegrationsseite. Weil ich hier Confluence sehe, gleich ein kleiner Ausblick. Es gibt dann noch eine Erweiterung zu Enterprise Architect, die jetzt nicht auf Integrations geht. Also auch das gehört zu Customizing Ihrer Application Lifecycle, dass Sie sagen, in unserer Welt Jira Requirements, Jira Issues, dann muss das dem Modellierer übergeben, Impact Analyse, was ist die Auswirkung, ist etwas, was ich über diese Integrations natürlich entsprechend bewirken kann. Confluence war das Stichwort. Es gibt auch, da bitte ich Sie einfach zu googeln, wir haben seit Herbst letzten Jahres, seit 2018, hat Australien die Firma ProLaborate gekauft. Vielleicht hat der ein oder andere schon was davon gehört. ProLaborate ist eine massive Erweiterung in Richtung Interaktivität mit Business, also mit Nicht-Modellierern sozusagen, die aber sehr wohl Modell nutzen haben wollen. Und nicht nur so wie Web EA, das Modell und ich navigiere so wie durch den Projektbrowser, sondern tatsächlich eigene Dashboard-Funktionen, eigene grafische Aufbereitungen, eigene Analysen, inklusive auch eigenen Sichtbarkeiten. Wir können sagen, mein User, der darf bestimmte Attribute da verändern, aber bestimmte darf er gar nicht ändern. Dann gibt es auch die Möglichkeit mit ProLaborate im Diagramm, das kann man zwar nicht erstellen, das Diagramm, aber im Diagramm habe ich dann zusätzliche Artefakte, wo ich dann halt Ergänzungen machen kann. Also das halte ich für sehr, sehr leistungsfähig. Ist ein Zusatzmodul, wie gesagt, www.prolaborate.com. Gehen wir es mal auch tatsächlich ein. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Beispielvideo, prolaborate.com, also jetzt heißt es ja prolaborate.sparksystems.com, wo Sie auch ein paar interessante Customer Stories sehen, Ressourcen, vielleicht auch Testimonials, wie es benutzt wird, was man machen kann. Wie gesagt, es geht weit über die Standardfunktion hinaus und Confluence ist ein gutes Beispiel. Ich habe dann eine Live-Repräsentation von Enterprise Architect Modellen in Confluence als Confluence-Elemente. Also das ist schon sehr, sehr spannend, das zu nutzen. Und wenn Sie jetzt dieses Customizing mit MDG Technology machen, dann haben Sie sogar einen eigenen Formulardesigner, wo Sie sagen, der Benutzergruppe, das ist zwar mein ganzes MDG, aber dieser spezifische Ausschnitt, das ist für die Benutzergruppe der Business-Anwender, die halt nicht wissen wollen, wie das technisch implementiert ist, nichts von Java und C und was auch immer sehen wollen, wobei Java ist jetzt eher out, seitdem es kommerziell ist, aber nichts von Runtime-freien Programmiersprachen sehen wollen, denke ich, dass das eine sehr leistungsfähige Fähigkeit ist, die ProLaborate zusätzlich bietet.
einfach da reinschnuppern. Ich denke, das macht einfach Sinn als tatsächliche Ergänzung des Portfolios. Ja, eins noch, im Diagramm werden jetzt auch, wenn Sie User Security aktiviert haben, werden das auch im Diagramm angezeigt. Also das heißt, wir haben hier auch ein paar Integrationen gesehen, Team Foundation Server und so weiter, die hier serverseitig stattfinden. Finden tun Sie das dann hier unter Specialized Integrations, wie ich auf diese externen Daten grundsätzlich zugreifen kann und dann auch entsprechend interagieren kann. Wie gesagt, eine Funktion des ProCloud Server. Ja, neue Modellierungssprachen, ja, das wird immer so sein. Es gibt zum Beispiel Interaction Flow Diagrams, das ist für Webdesigner oder Decision Modeling Notation. Da geht es darum, dass Sie Entscheidungsmatrizen machen können. Mal schauen, ob ich da dahinter auch wirklich was hinterlegt habe. Ich glaube nicht. Ah, doch. Da geht es halt darum, dass ich so Entscheidungsmatrizen tatsächlich tabellarisch definiere. Anstatt dass ich jetzt urmühsam das ausmodelliere, kann ich solche Tabellen erzeugen mit Entscheidungskriterien. Das kommt den Excel-Usern ganz nahe, aber das halte ich wirklich auch für einen Game Changer. Das heißt, solche Spezifikationen zu machen, Entscheidungsbäume zu definieren und dann daraus automatisch Modelle zu erzeugen, das geht natürlich. Oder sogar Source Code zu erzeugen, um diese Entscheidungen abzubilden. Das nennt sich Decision Modeling Notation und erweitert eigentlich BPMN SysML in einer genialen Art und Weise. Wie gesagt, auch dafür wird es bald mal ein eigenes Webinar geben. Ja, eine gute Frage habe ich gerade bekommen, werde ich gleich beantworten. Das CMMN, ja, auch das ist das Case Management. Ja, würde im Prinzip so ausschauen, dass es gibt immer wieder neue Modellierungssprachen, die halt dann noch ihre eigenen entsprechenden Notationen haben. Gut. Schauen wir mal, wenn ich hin und wieder habe ich ja Fragen aufpoppen gesehen. Die Automation ML, gute Frage. Automation ML, oder es gibt einige Sprachen, die jetzt nicht im Standardumfang enthalten sind. Also wir haben ja vorher schon gehört, bei den Technologies einer der wichtigen Dinge ist hier die Dinge runter zu reduzieren und zu sagen, was soll nicht Standard sein. Also hier lieber als Schwesterfirma, Nomen ist Omen. Lieber hat zum Beispiel AutoSize Engineer gebaut oder Embedded Engineer, das Embedded AutoSize Standard. Embedded Engineer muss man sich dazu installieren. Automation ML, weil die Frage auch konkret kam, Automation ML ist nicht Standard vom Enterprise Architect, aber wenn man auf die automationml.org, das ist eine eigene Standardisierung dafür, dann gibt es hier entsprechend auch Tools und Tool provided by Institutes, bla bla bla. Das ist zum Beispiel von der Automation ML Engineer for Enterprise Architect. Da gibt es dann entsprechende Informationen, wo Automation ML runtergeladen werden kann. Ja. TU Wien ist ein guter Hinweis. Wir haben ein Forschungsprojekt mit der TU Wien. Da wollte ich dann eher noch darauf hinweisen. Ja. Das heißt, hier gibt es SysML for Industry. Also Automation ML ist derzeit ein kostenfreies Erweiterung für Enterprise Architect und auch ein Plugin. Das heißt, es hat auch eine gewisse Logik für den Import-Export von diesem Automation ML. Die nächste Frage, die ich hier gesehen habe, ist, ja, das Webinar, ich habe vorher beschlossen, es doch aufzuzeichnen. Es wird aufgezeichnet, Sie sollten theoretisch automatisch von WebEx den Link zum Runterladen bekommen. Die PowerPoint-Slides, das Enterprise Architect-Projektdatei und auch die zwei White Papers stelle ich dem Herrn Bartmann, unserem Sales Manager, zur Verfügung, dass wenn Sie bei Sales at Spark Systems nach den Unterlagen anfragen, dann kriegen Sie genau das Paket zur Verfügung gestellt. Also ich bin da pragmatisch. Freue mich natürlich, wenn Sie dann trotzdem noch Trainings bei uns kaufen. Okay, Frage beantwortet, Meeting verlassen. Gut, damit muss ich leider umgehen. Die Zeit läuft mir jetzt schon ein bisschen aus. Ja, stellen Sie noch weitere Fragen. Ich habe noch genau vier Slides. Weil es gerade angesprochen wurde, wir sind natürlich gerne auch aktiv in Forschungsprojekten. Manche sind schon vorbei. Also das WMS SysML for Industry ist zum Beispiel auch schon abgelaufen. Im Bereich Model-Based Testing, die sind wir gerade mitten in der Abschlussphase. Da haben wir mit der IT zum Beispiel was gemacht. Schauen Sie da mal rein. Auch diese Links bekommen Sie zur Verfügung gestellt. Im Bereich IoT sind wir gerade dabei, Hardware, Software gemeinsam zu versuchen, in eine Sprache zu bringen. Gar nicht so einfach. Also die Hardware-Leute ticken halt doch ganz anders als diese Software-Menschen.
und Zentrum sichere Energieinformatik. Da versuchen wir gerade, Entschuldigung, da versuchen wir gerade das Thema Energie, Automotive Energie ein bisschen auch entsprechend zu modellieren. Da gibt es auch den sogenannten RAMI 4.0, also Industrie 4.0, ist natürlich auch eines der Leitthemen. Gibt es hier den RAMI-Würfel samt Toolbox, auch kostenfreies Download, wo Sie im Prinzip dem RAMI-Würfel entsprechend modellieren können. Das heißt, da kriegen Sie die Viewpoints, so wie sich die RAMI Reference Architecture for Modeling Industry 4.0 zur Verfügung gestellt wird. Also nur, dass Sie wissen, hier sind wir sehr, sehr aktiv und bemühen uns auch hier ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Ich habe hier noch eine Frage reingekommen. Wird Git unterstützt? Naja, das ist eine spannende Frage. Also das ist eigentlich fast die spannendste Frage. Wie arbeiten wir zusammen? Das, was ich jetzt heute stark gezeigt habe, ist auch dieses Cloud-Based Repository und so weiter, deutet ja grundsätzlich darin, alle an einem Repository und gleichzeitig. Da brauche ich eher Mechanismen, die heißen, ich sperre das mal. Ja? Das sagt zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt kein gesperrtes, aber ich habe hier die Möglichkeit, einfach das Package zu sperren. Da gibt es hier dieses Package Control. Da wird dann halt, wenn ich User Security aktiviert habe, habe ich die Möglichkeit, einen bestimmten Knoten zu sperren, dass kein anderer, der auch gleichzeitig am gleichen Repository arbeitet, darauf zugreifen kann. Ich denke, bei Versionierung ist fast eine Wissenschaft für sich. Git ist eigentlich ganz lustig. Git ist super für Source Code, ja, weil Sie haben zwei Leute, die am Source Code arbeiten und du kannst Textdateien eigentlich ganz gut automatisch mergen. Wenn es keine Konflikte gibt, überhaupt kein Problem. Wenn es Konflikte gibt, muss halt derjenige, der zuletzt eincheckt, diesen Konflikt auflösen. Aber es ist relativ einfach, Konsistenz herzustellen. Bei Modellen oder XMI, was die textuelle Repräsentation von Modellen wäre, ist es nicht ganz so trivial, weil alles irgendwie mit allem verknüpft sein kann. Das heißt, potenziell muss ich alles vergleichen. Und von Haus aus wird also Git von Enterprise Architect nicht unterstützt. Aber wenn ich schon Eigenwerbung machen darf, es gibt ein Produkt, das heißt Lemon Tree. Lemon Tree ist von der Firma Lieber Lieber, sitzt am gleichen Standort wie Lieber Lieber. Dort wird Git unterstützt, ist sogar einer der Hauptaspekte. Mit paralleler Bearbeitung samt optimistischer Modellversionierung. Das heißt, wenn Sie Git oder Git ähnlich kollaborieren wollen, dann ist die Antwort Lemon Tree von lieberlieber.com, die das unterstützen. Gibt es auch eine Download-Version, Testversion. Und da wird eben genau dieses Thema Regulation unterstützt. Das heißt, jeder arbeitet grundsätzlich in seinem Modellrepository lokal, so wie mit Source Code und dann wird eingecheckt in Git und automatisch wird gemerged. Da gibt es zwei Varianten, entweder serverseitig oder clientseitig, je nachdem, wie viel Bandbreite Sie haben, wird dann gemerged und wenn es keine Konflikte gibt, so muss ich jetzt, gehen wir davon aus, es gibt keine, dann gibt es auch gar nichts zu tun. Wenn es einen Konflikt gibt, kommt dann Lemon Tree hoch, der macht diesen Merge nämlich und sagt, okay, da gibt es einen Konflikt und da kann ich sowieso Source Code das auflösen. Dort gerne meine Kollegen kontaktieren. Hier werden sie geholfen. Ja. Also die beschäftigen sich fast nur mit der Thematik, wie man mit solchen neuen Methodiken umgeht. Ja. Okay, kleiner Ausflug. Also Forschungsprojekte. Wenn Sie mehr wollen, das Webinar war ja quasi kostenfrei. Ja, davon können wir leider auch nicht leben. Wenn Sie mehr wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe es heute schon, habe ich noch nicht erwähnt. Es gibt zwei Möglichkeiten heutzutage. Das eine ist, Sie wollen klassisches Training, Consulting oder Premium Support. Enterprise Architect beinhaltet den Standard Support. Standard Support bedeutet, Sie schicken ein E-Mail, Sie müssen relativ genau beschreiben, was für ein Problem Sie mit dem Tool haben. Das heißt, wir können eigentlich keinen Support geben für Ihr Modell. Also wir kennen es ja nicht. Und Sie werden uns das Modell auch nicht drüber schicken wollen. Und dementsprechend gibt es auch sowas, das nennt sich Premium Support. Das heißt, da beschäftigen wir uns sehr wohl auch mit Ihrem Modell. Wir machen eine Web-Session. Das kostet aber ein bisschen Geld. Und da wenden Sie sich bitte an sales@sparksystems.eu. Wenn Sie noch viel mehr wollen, im Sinne von Projektbegleitung, Unterstützung, Aufbau eines eigenen Metamodells, was auch immer Ihnen einfällt, ein eigenes Add-in, eine spezielle Integration, dann wenden Sie sich an diese E-Mail-Adresse. Das bin nämlich dann im Moment sogar nur ich. Da kriegen Sie dann all das, wo Sie sagen, okay, toll, dass es das gibt, aber ich mache das sicher nicht selber, das brauche ich ja nur einmal. Dann unterstützen wir Sie. Das ist ein relativ neues Service, gibt es als weltweite Initiative auch. Da gehen wir mit Ihnen diesen Weg. Also das ist ein neues Angebot. Gibt es auch eine eigene Domain dazu, ist noch ein bisschen im Aufbau, wo wir eben diese Spark Services auch entsprechend anbieten. Wir haben auch
Bücher oder ein, speziell ein Buch herausgebracht, das eher so eine Trainingsressource ist. Einerseits das Kompendium auf Deutsch und Englisch. Entweder bei uns bestellen, ist auch in Amazon verfügbar. Ja, und last but not least, wenn Sie mich selber kontaktieren wollen, ja, mein Name ist Peter Lieber. Ich hoffe, es war interessant. Geben Sie uns Feedback, dann machen wir gern mehr. Und ich freue mich, wenn Sie mit uns interagieren und im Kontakt bleiben. Wenn Sie jetzt noch interaktive Fragen haben, ich erlaube Ihnen gerne, das Mikrofon aufzumachen. Ich hoffe, das geht auch. Dann können wir vielleicht auch noch eine oder andere Frage beleuchten. Wenn nein, ich glaube, ich habe jetzt fast eine Punktlandung getroffen. Wie gesagt, per E-Mail stehe ich zur Verfügung. Sie finden mich auch in LinkedIn, manchmal auch in Facebook, das ist ein bisschen privater, aber in LinkedIn, und ich versuche auch regelmäßig Informationen auf der Community-Seite zu publizieren. Wenn Sie eine interessante Geschichte haben, auch da melden Sie sich bei uns. Wir erzählen Sie gerne weiter. Das ist für alle, für unsere ganze Community interessant. Sie sind nicht allein. Allein in Deutschland sind über 120.000 Enterprise Architect User, und ich freue mich, täglich werden es mehr. Vielen Dank.